In einer Unterführung mit Graffiti, weiße Schrift erscheint. Hubert und Staller. Unterwölfen. Ein Kahlköpfiger stürmt heran. In einem Saal steht ein weißhaariger Polizist hinter einem Rednerpult. 650.000 Straftaten wurden in Bayern im letzten Jahr registriert. Davon 19.000 Gewaltdelikte. 395 Tötungsdelikte. Jede Minute geht bei der Einsatzzentrale der Münchner Polizei ein Notruf ein. In der Unterführung. Jemand boxt den Kahlköpfigen zu Boden und tritt ihn. Und dennoch können wir uns glücklich schätzen. Die Kriminalitätsrate in Bayern liegt deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. München ist die sicherste Millionenstadt Deutschlands. Jemand zieht Geldscheine aus der Jacke des Kahlköpfigen und schlägt ihm eine Pistole auf den Kopf. Und das ist Ihr Verdienst. Sie geben den Menschen Sicherheit. Und damit meine ich nicht nur Sie hier im Präsidium und in den Münchner Revieren, sondern all die Frauen und Männer, die im Umland tagtäglich ihren Dienst nachgehen. Ehrenwerte Kolleginnen und Kollegen, von denen wir hier die erfolgreichsten heute begrüßen dürfen. Vor dem Weißhaarigen stehen Polizisten. In der ersten Reihe Riedel, Sonja und Girwitz. Wo bleiben eigentlich Hubert und Staller? Der Streifenwagen passiert mehrstöckige Häuser. Im Auto. Dir kriegt das Wort Schleichweg eine ganz andere Bedeutung. Wieso? Ja, du musst einfach nur langsam fahren. Dann fahr halt du. Na, Hansi, du wirst doch noch wissen, was Münchner Präsidium ist. Weiß ich auch. Dann fahr halt hin. Mit zusammengepressten Lippen sieht er aus dem Fenster. Weißt du, was mir mein Bauch sagt? Nein. Wir rollen gerade schnurstracks auf unsere Beförderung zu. Ja, wenn er sich da mal nicht täuscht, dein Bauch. Christian Tramitz als Franz Hubert, Helmfried von Lüttichau als Johannes Staller. Hört mal an. Was, wieso jetzt das? Am Straßenrand sehen Passanten nach oben. Die Polizisten steigen aus. Im vierten Stock eines Gründerzeithauses steht eine Frau außen am Balkon und sieht herab. Sie, ich hab dir wieder runterhupfen. Das ist voll riskant bei der Höhe. Was machen wir? Sie hält ein Glas Wein. Haben wir nicht ein Sprungtuch? Ein Sprungtuch? Seit wann haben wir ein Sprungtuch? Wie lange steht denn die schon da? Ein Passant zuckt die Schultern. Staller bringt ein Megafon und gibt es Hubert. Das Gescheiteste ist, ich schnapp sie von hinten und du lenkst es ab. Ich bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Staller rennt zur Haustür und drückt sie auf. Hubert hebt das Mikrofon vor den Mund. Scheißdreck, was ist denn? Er legt einen Hebel am Gerät um. Test. One, two, one. Hallo? Hubert, mein Name. Von der Polizei. Also, wenn's da runterfällt, ja, dann wissen Sie ja, was los ist. Im Saal des Polizeipräsidiums. Mit einer gerammten Urkunde in der Hand tritt Girwitz neben den Weißhaarigen. Dankeschön. Die höchste Aufklärungsquote in ganz Bayern. Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir das sind. Das heißt auf einmal wir. Auch wenn ich es bin, der heute diese Auszeichnung hier entgegennehmen darf, die Ehre gebührt nicht mir allein. Riedel blickt zu Sonja. Mein Vater sagte einst zu mir, Junge, wenn du wirklich etwas bewegen willst, dann suche dir einen Job, bei dem du den Menschen helfen kannst. Das habe ich getan. Er sieht nach oben. Danke. Vor dem Gründerzeithaus tritt ein Blonder in Trainingsjacke hinter Hubert. Falls Sie wegen einem Mann da oben stehen, also den ärgert es bestimmt am meisten, wenn Sie jetzt nicht springen. Die Frau lässt das Glas los. Pass halt auf, du Depp. Zum Blonden. Staller betritt den Balkon. Ein Gitter trennt ihn von der Frau. Das glaube ich jetzt nicht. Hansi, du bist falsch. Ja, doch nicht mit Absicht. Diese Auszeichnung haben Sie und Ihre Mannschaft sich redlich verdient. Wir tun nur, was in unserer Macht steht, Herr Polizeipräsident. Ja, und das verdient eine gesonderte Belohnung. Ich meine, mit einer Urkunde allein können Sie schließlich nicht auf Verbrecherjagd gehen. Das Budget ist in der Tat knapp, ja. Im Treppenhaus. Ich meinte eher auf die Mobilität bezogen. Ich habe eine Ausweitung Ihres Fuhrparks veranlasst. Fuhrpark, toll. Wunderbar. Ja, super, dann können wir auch endlich auf Streife fahren. Haben Sie schon versucht, die beiden zu erreichen? Bleiben Sie auf Ihrem Balkon! Wie schaffen Sie das eigentlich? Was? Ja, dass einer da nicht schwindelig wird. Gar nicht. Staller klettert über das Geländer und balanciert am Gitter vorbei zur anderen Balkonhälfte. Okay. Was ist denn? Er verliert den Halt. Ah!
Scheiße! Mit beiden Händen umklammert Staller das Geländer, seine Beine baumeln über dem Abgrund. Entschuldigung, könnten Sie dem Kollegen vielleicht einmal hochhelfen? Ich glaube, allein schafft er das nicht so. Die Frau, sie ist dunkelblond, sieht zu Staller. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Die Dunkelblonde steigt zurück auf den Balkon, greift einen Arm des Polizisten und zieht mit beiden Händen. Staller erklimmt das Balkongeländer. Okay. Super, danke. Zurück auf dem Balkon grinst Staller die Dunkelblonde an. Perfekt. Ihr Lächeln verschwindet. Staller hat ihr Handschellen angelegt. Unten eilt einer mit Vollbart auf Hubert zu. Leiten Sie den Einsatz hier. Das singst doch. Gingen Sie bitte schön weiter. Lisa, Vizepolizeipräsident. Und Sie sind? So, Hubert, Franz, Wolfershausen. Hey! Hubert und Lisa sehen zum Balkon hinauf. Die Dunkelblonde drischt auf Staller ein. Lisa rennt zum Haus. So kennen Sie die Dame. Hubert folgt Lisa. Drinnen. Wenn Sie mal jemanden zu reden brauchen oder einfach bloß zum Spazieren gehen, können das mich jederzeit anrufen. Lass Sie mich los! Was machst du denn? Mach dir keine Sorgen. Der Herr hat mich bereits gerettet. Wer ist es? Es ist der Vizepräsident. Wo was? Von der Polizei. Genau. Was ist denn passiert? Lisa umarmt Anna. Entschuldigung, können Sie uns vielleicht allein lassen? Gerade wollten wir gehen. Ich glaube, das sind Ihre Blumen. Hansi, kommst du? Im Präsidium in einem Büro. Der Weißhaarige mit Girwitz, Sonja und Riedel. Der stößt an ein Flipchart. Ein Foto des Weißhaarigen und ein schwarz-weißes fallen herunter. Herr Girwitz, ich würde gerne die heutige Zusammenkunft nutzen, um die überregionale Zusammenarbeit der Polizei zu stärken. Auf uns können Sie zählen. Das ist gut. Ich denke da an einen Erfahrungsaustausch. Beamte aus der Stadt und vom Land gehen gemeinsam auf Streife. Das ist eine tolle Idee. Hektisch hebt Riedel das Bild des Weißhaarigen auf und hängt es an die Stelle des anderen Fotos. Ich habe den Drogen in der Stadt den Kampf angesagt. Und zwar mit aller Härte. Ein Polizist mit Bartflaum bringt ein Tablett. Dann hebt er das Schwarz-Weiß-Foto auf. Es ist ja kein Geheimnis, dass ein großer Prozentsatz auf dem Land hergestellt und hier verkauft wird. Stefan Wilde, lokaler Rotlichtmatador, unterwandert schon seit Jahren die Sperrbezirksgrenzen und will jetzt auch den Drogenhandel in der Stadt an sich reißen. Sind Sie verwandt? Unter dem Foto des Weißhaarigen steht S. Wilde. Der Weißhaarige schlägt den mit Bartflaum. Idiot! Findest du das komisch? Aber ich hab doch nur... Raus hier! Mein Sohn, nur Flausen im Kopf. Ich bin froh, dass der Junge endlich ein Berufspraktikum machen muss. Wird Zeit, dass der an die frische Luft kommt. In einem Flur geht eine kleine Polizistin Hubert und Staller entgegen. Das ist doch peinlich. Zu spät bei der eigenen Beförderung. Entschuldigung? Ja? Ihr Holster. Bitte? Ihr Holster. Ah, danke. Sag mal, wie denkst du mal an, wo hast denn der Pistolen? Das weißt du nicht, wahrscheinlich im Auto. Ja, und jetzt? Hubert zieht sein Hemd aus der Hose und über das Holster. Im Büro? Dazu kommt, dass Wilde bestens aufgestellt ist. Bis ins Allgäu reichen seine Kontakte. Das klingt ja nach einer ganz harten Nuss. Herr Girwitz, könnten wir uns vielleicht kurz unter vier Augen unterhalten? Selbstverständlich, ja. Frau Wirt, Riedel, bitte. Ich öffne. Riedel und Wirt verlassen den Raum. Der Weißhaarige winkt Girwitz heran. Dieser Wilde ist nicht mein einziges Problem. Mein Präsidium sorgt schon seit Monaten für negative Schlagzeilen. Ah, das kenne ich. Es ist schwierig, die Mannschaft im Zaum zu halten. Herr Girwitz, ich rede hier von Drogenhandel, Erpressung, vielleicht sogar Mord. Ja, Entschuldigung, ich weiß, wir sind spät dran. Das sind übrigens Hubert und Staller, die schon vor 2 Stunden hier sein sollten. Der Herr Polizeipräsident und ich haben etwas Wichtiges zu besprechen. Also, wenn es wegen der Beförderung ist... Klaus! Und Tür zu. Entschuldigung. Es gibt ein schwarzes Schaf in meinen Reihen. Und Sie und Ihre Mannschaft werden mir helfen, es zu finden. Sie wollen, dass ich meine Männer als interne Ermittler betätigen? Unter dem Deckmantel eines Erfahrungsaustausches. Ja, was ist denn jetzt schon wieder? Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Herr Wieser, ich denke, Sie haben heute Ihren freien Tag. Ja, das stimmt schon. Kann ich Sie vielleicht unter 4 Augen sprechen? Seine Freundin ist vom 4. Stock runtergekupft. Wie bitte? Also beinahe. Um Gottes Willen, geht's ihr? Ja, es geht in den Umständen entsprechend. Sie steht unter ärztlicher Betreuung. Gott sei Dank war er noch rechtzeitig da. Im falschen Balkon. Ja, das stimmt. Er hat sie gerettet. Verstehe. Ja, also. Ich würde sagen, Herr Girwitz,
Kommen Sie doch morgen früh zu mir zum Frühstück, dann können wir in Ruhe weiter plaudern. Wir sind ja sozusagen quasi Nachbarn. Was würden Sie sagen, 9 Uhr? Ja, sehr gut. Ja, gut, ja. Ja, okay. Ja, dann haben wir also noch jemanden zu feiern heute. Sehr schön. Die Welt braucht Helden. Er macht mit beiden Händen die Daumen hochgeste. Hubert und Staller grinsen. In Gerwirts Büro hält Riedel die Urkunde an die Wand. Sonja steht hinter ihm. Staller kommt herein. An seiner Hemdbrust prangt ein kleiner Orden mit schwarz-gelbem Bändchen. Die Urkunde ist doch für uns alle. Was hängt denn die beim Gerwitz ne? Du brauchst dich beschweren mit deiner Medaille. Ja, ich habe eher an euch gedacht. Servus. Hubert kommt. Und? Sonja reicht Riedel einen Hammer. Hast du daheim gescheit nachgeschaut? Was hab ich nachgeschaut? Die Waffe. Waffe, nein, hab ich nicht gefunden. Die muss doch irgendwo sein. Der Nagel steckt krumm in der Wand. Am Ufer des Starnberger Sees marschiert Gierwitz mit Sonnenbrille eine Auffahrt herauf. Mit einem Kärtchen in der Hand bleibt er vor dem Holztor einer großen Villa stehen. Quasi Nachbarn. Schön wär's. Er geht über einen gepflasterten Weg zu einer Glastür. Gierwitz sieht auf das Kärtchen in seinen Händen. Er beugt sich vor, späht durch die Tür herein und runzelt die Stirn. Irritiert zieht Gierwitz sein Smartphone aus der Tasche, blickt auf das Kärtchen in seiner Rechten und drückt dann auf das Display. Er nimmt das Handy ans Ohr. Ruckartig dreht Gierwitz sich um und geht am Haus entlang. Hallo? Er entdeckt ein Loch in der Scheibe der Terrassentür, stößt sie auf und tritt ein. Um Himmels Willen. Am Boden liegt reglos der weißhaarige Polizeipräsident mit einer Kopfwunde. Gierwitz dreht ihn um. Herr Polizeipräsident! Eine Brünette um die 50 kommt herein. Geschockt starrt sie Gierwitz an, der neben dem Präsidenten kniet. Morgen. Sie rennt hinaus. Warten Sie! Es ist nicht so, wie es aussieht! Die Brünette zerrt die Küchentür vor Gierwitz zu, im Streifenwagen. So richtig verdient hast du ja nicht deinen Orden. Wieso? Ja, genau genommen hat er sie dich auf den Balkon aufgezogen. Hupsi, deine Dienstwaffe ist verschwunden. Ja, und hast du noch nie was verloren? Doch, aber nicht sowas. Vielleicht hat's dir ja einer gestohlen. Okay, wer stiehlt denn einen Polizisten? Den warte mal. Vor dem Haus von der Selbstmörderin, da war so ein Jogger. Und der hat dich angerempelt. Woher weißt du das? Ja, das ist der Klassiker. Hinten rempeln, vorne klauen. Wie hat denn der ausgeschaut? Ja, so wie der, halt ein bisschen jünger und ohne Stecker. Super, Hupsi. Jetzt hab ich ihn genau vor mir. In der Küche angelt die Brünette nach dem Telefon. Ich war mit dem Herrn Polizeipräsidenten verabredet, Frau Krümpf. Ja, Krümpf, hier sammeln Sie Krümpf. Ja, genau, hier ist jemand, der hat sich als Polizist verkleidet und meinen Mann umgebracht. Und ich habe Ihren Mann umgebracht. Ich bin echter Polizist, echter Polizist. Er zieht seinen Dienstausweis aus der Gesäßtasche, nimmt die Sonnenbrille ab und schiebt den Ausweis unter der Tür hindurch. Mit der Hand an der Klinke bückt sich Kröpf und hebt ihn auf. Gierwitz legt sein Ohr an die Tür. Sie öffnet sich einen Spalt. Na also. Gierwitz krümmt sich. Kröpf hat ihm ins Gesicht gesprüht. In Yazids Werkstatt. Wenn das weg ist, muss man das melden? Na, haben Sie der ganze Papierkram. Weißt du noch, wie mein Polizeiausweis verloren hat? Hupsi, mir ist ein Partner, dann stehe ich auch blöd da. Ja, servus. Yazid trägt einen Karton. Oh, 60 Zoll? Respekt. Was kostet denn sowas? 680 Euro, Auktion ist gerade beendet, geht jetzt in Versand. Okay, der ist doch leer. Ja, ist auch nichts dabei gestanden, dass ein Fernseher drin ist. Und was kann ich für meine zwei Lieblingspolizisten heute tun? Schwarzmarkt, Stichwort Waffen, haben wir da Kontakte? Lieber Hansi, ich habe keine Kontakte zu Kriminellen. Ich höre vielleicht hin und wieder mal was. Und was ist mit dir? Bist du jetzt in der christlichen Vereinigung oder was? Lebensretter, Löwe. Das ist ein Balkonorden. Wenn du mal was hörst von einer P7. P7? Haben sie da Dienstwaffe gestohlen oder was? Nein, mir nicht.
Ja, da kommt ja nächstes Jahr ein neues Modell. Fragst du mal, wie er mir Feuerschutz geben will, wenn es eng wird? Wie magst du ihm Feuerschutz geben, wenn es eng wird? Ja, dann nimmt man halt ein Provisorium. Ne? Er hält eine blaue Plastikpistole. Hallo? Staller nimmt die Plastikpistole. Ja? Zücher sieht. Gibt sie vielleicht auch in Schwarz. Was? Wo genau? Okay. Ja, wir kommen hin. Was? Der Kibitz hat eine Leiche gefunden. Vor der Villa parkt der Streifenwagen. Drinnen. Kröpf geht rauchend umher. Eine Metallskulptur liegt neben der Leiche. Gerwitz reibt sich mit einem Stofftaschentuch die Augen. Hubert und Staller sehen zum Chef. Ist ja komisch, dass ihm das so zu Herzen geht. Das ist Tränengas. Frau Kröpf hat mich für den Mörder gehalten. Und, waren Sie es? Ach, Blödsinn, ich war zum Frühstück verabredet. Hubert entgleitet eine schwarze Plastikpistole. Also, Tatwaffe nehmen wir schon mal. Er hebt die Pistole auf. Ja, das Ding ist halt da zufällig irgendwo rumgestanden. Naja, kein geplanter Mord. Ja, eher Spontanaktion, aus der Not geboren. Schlüssel hat er auch keinen gehabt, der Mörder. Ja, er ist da neu, er war da drin und... Man hat's gerumst, den Karton. Frau Kröpf, schauen Sie mal, ob was fehlt, Tafelsilber, Schmuck etc. Kröpf nickt, dann öffnet sie Schubladen. Anja kommt mit Fotoapparat und Koffern. Ah, servus, Bernhard. Und was habt's denn heute für mich? Ach, Frau Dr. Licht. Einbruch, Mord, eine Tragödie. Machst Spenden, haben Sie? Der deutet zum Orden. Lebensretter Löwe, vierter Stock Balkon. Sagst du mal, was macht die da? Die soll sofort aufhören, die macht die ganzen Spuren kaputt. Ja, die ist nicht ganz dicht. Frau Kröpf, wollen Sie dich erst mal setzen? Hä? Ja, aber der Kollege hat doch gesagt, ich soll nachschauen. Die Kette, wenn die Kette weg ist. Frau Kröpf, das hat ja alles keine Eile. Alles frisch gebackene Lippe. Hubert öffnet die Türen eines Schranks. Kröpf prallt dagegen. Wenn ich nicht weiß, was alles fehlt. Staller fängt sie auf. Hubert! Was machst denn du da? Staller! Ein Polizeitransporter fährt vor das Polizeirevier. Der Mercedes-Sprinter parkt, ein rothaariger Polizist steigt aus. Riedel und Sonja kommen. Morgen. Morgen. Für wen helfen? Ich bringe die versprochene Verstärkung des Fuhrparks. Was, das Riesenteil? Krass. Nee. Die Verstärkung ist nicht der Bus. Die Verstärkung ist im Bus. Im Laderaum ein Segway. Ein einachsiges Gefährt mit zwei Rädern, dazwischen ein Tritt und eine Lenkstange. In der Villa. Das hat der Kollege wirklich nicht mit Absicht gemacht. Kröpfs Nase ist rot. Frau Kröpf, wann genau sind Sie heute aus dem Haus? Stehe ich etwa unter Verdacht? Naja, Sie wäre nicht die erste Frau, die einen Mann da schlägt. Oh Gott. Reine Routine, Frau Kröpf. Reine Routine. Ich habe eine Viertelstunde nach meinem Sohn das Haus verlassen. Wie? Der wohnt noch bei der Mama daheim? Ja, der ist ja noch in der Ausbildung. Da ist das Gehalt sehr bescheiden. Das wird später nicht besser. Hubert, bitte. Also, Sie sind also kurz nach Ihrem Sohn aus dem Haus, hm? Ja. Zum Wichtelbrötchen holen wir jeden Morgen. Das war gegen 8. Gehen Sie weg von meiner Leiche. Moment. Ich hab ich bereits. Sie Moment. Nur die Position der Leiche. Sieht doch jeder Anfänger, dass die Leiche bereits bewegt worden ist. Ach, jetzt reicht's aber. Das blärst denn schon wieder so. Okay. Was die Position angeht, als ich reinkam, das war so eine Art Reflex, habe ich ihn umgedreht. Ach, Sie haben die Leiche gefunden? Ja. Wer sind jetzt Sie? Dr. Rudolf Kessler, Gerichtsmedizin München. München? Haben Sie ihn verlaufen, oder was? Der Kollege gehört zu uns. Kurz, Kripo München, meine Kollegin Eder. Johannes Staller, Wolf Ratzhausen. Das ist der Kollege Hubert. Servus. Das ist der Kirbitz. Polizeirat, ja. Was genau machen Sie hier? Ermitteln. Nein, beim Mord in Wolfratshausen, da sind wir zuständig. Die Ermordung des Münchner Polizeipräsidenten fällt definitiv in unseren Zuständigkeitsbereich. Frau Kröpf, Sie sagten am Telefon, dass ein Mann Sie bedroht hat. Naja, das war ich. Visa kommt. Sabine. Ja, Markus. Das ist ja furchtbar. Ich bin zu Fuß gekommen, wie es gehört. Kröpf küsst Visa auf die Wange. Herr Gibbitz, was machen Sie denn hier? Ich habe die Leiche gefunden. Der Herr Polizeipräsident und ich, wir hatten eine Verabredung. Ach so, ja, zum Frühstück, ich erinnere mich. Ja. Gut. Was haben wir? Ja, also der Spurenlage nach zu urteilen. Der Kopf ist erschlagen worden, der Körpertemperatur nach gegen 8:30. Momentan gehen wir von einem Einbrecher als Täter aus, der von ihm überrascht worden ist. Sehr gut, ja, das hat sie von uns. Sie können uns jetzt den Tatort überlassen. Na gut, dann macht sie euren Schmarrn allein und wir hauen ab, oder? Moment. Ich habe unseren Polizeipräsidenten als Mann mit großen Visionen kennengelernt. Eine dieser Visionen war die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Land.
Deshalb sehe ich es als Pflicht für uns Wolfratshausener, den Kollegen aus der Stadt jede Hilfe angedeihen zu lassen, die sie benötigen. Damit nicht nur dieses abscheuliche Verbrechen aufgeklärt wird, sondern auch der letzte Wunsch unseres Herrn Polizeipräsidenten, Gott hab ihn selig, in Erfüllung geht. Amen. Kröpf senkt den Blick und presst die Lippen zusammen. Ja, richtig. Ganz meine Meinung. Also wir wollen alles dran setzen, den Fall so schnell wie möglich aufzuklären. Gemeinsam. Gemeinsam. Also. Hubert und Staller verlassen die Villa. Und, was meinst? Ganz ehrlich, ich finde die beide schlimm. Ihr seid so arrogant, Ling, aber mit ihr könnte man schon was vorstellen. Bin mir nicht sicher, ob sie sich auch was mit dir vorstellen kann. Gerwitz winkt Staller heran. Ich habe den Vizepräsidenten überreden können, dass Frau Dr. Licht die Obduktion durchführt. So? Auf einmal? Die wollen doch alles allein machen. Der Polizeipräsident war sich sicher, dass sich ein schwarzes Schaf in seinen Reihen befindet. Und er wollte, dass wir ihm helfen, es zu finden. Und jetzt ist er tot, bevor er mir was sagen konnte. Hm? Sie glauben aber nicht, dass einer von denen den umgebracht hat. Etwas entfernt stehen Wieser, Eder und Kurz. Das können Sie vergessen, mit diesen Bauern arbeite ich nicht. Sehe ich genauso. Also Sie beide, Sie kommen jetzt mal runter von Ihrem Ego-Trip. Und dann fahren Sie nach Wolfratshausen. Ist das klar? Frau Eder? Herr Kurz? Der sieht zur Seite. Gut. Wie stellen Sie Ihnen das vor? Sollen wir uns da jetzt einen aussuchen? Also auf die Schnelle geht ja das gar nicht. Ja, auf die Schnelle natürlich nicht. Dann tippe ich spontan auf die Frau. Nein, nicht die Frau. Er schaut so hinterfotzig aus. Schluss jetzt, Sie gucken schon. Vor dem Revier fährt Riedel auf dem Segway. Sonja und der Rothaarige sehen zu. 20 km/h Spitzengeschwindigkeit. Da steckt eine ausgetüftelte Elektronik drin. Der kann nicht umkippen, obwohl er nur eine Achse hat. Wow. Ja. In anderen Bundesländern werden die schon von den Kollegen erfolgreich eingesetzt. Hier sind wir noch in der Testphase. Ey, Sonja, das ist echt so geil, das musst du auch mal ausprobieren. Das ist echt der Wahnsinn. Schön. Der Streifenwagen kommt. Riedel stürzt in einen Strauch. In Gerwitz Büro. Ich meine, ein Elektroroller mit einer Achse. Ja, aber der ist doch super. Viel besser als mein Radl. Ja, Sie müssen die Aufladung für diesen Stromfresser ja auch nicht bezahlen, nicht? Ja, das ist billiger als Benzin. Ja, und teurer als Ihre Muskelkraft. Und die hat immerhin Ihren Bauch in Schach gehalten. Außerdem glaube ich nicht, dass irgendjemand außer Ihnen dieses Zirkusvehikel benutzen wird. Also. Er winkt Riedel aus dem Zimmer hinaus. Hubert und Staller treten ein. Ah ja, ja, ja. Sie werden die Kollegen aus München unterstützen, wo sie nur können. Und dabei die Augen offen halten. Also vorn zu tun, als ob und hinten bespitzeln. Genau, genau. Der Mord hat natürlich Vorrang, nicht? Es geht ja schließlich um unseren Polizeipräsidenten. Könnt ihr mich mal auf den aktuellen Stand bringen? Sonja kommt. Störe ich? Nein, stören würde ich jetzt. Nein. Nee, also gut, dann machen Sie die Tür zu. Nee, je weniger davon wissen, desto besser. Ja, also der Herr Gewitz ist der Meinung, dass einer aus dem Münchner Präsidium den Kröpf verschlagen hat. Möglich, nur möglich. Krass, dann hole ich mal den Riedel, oder? Nein. Interne Ermittlungen. Zu komplex für den Riedel. Staller eilt aus dem Polizeirevier nach draußen. Dort liegt der Segway im Strauch. Riedel richtet ihn auf. Na ja, du musst da halt eine Warnweste anziehen oder ein Blinklicht, weil so sieht ja kein Mensch. Aha. Und warum hast du dann gehupt? Prophylaktisch. Riedel, gib's noch mal deine Waffe. Wieso? Ich geb dir dafür die vom Hupsi. Ja, aber das geht doch nicht einfach so. Das bleibt doch in der Familie. Sie tauschen Waffen. Was spielst du? Die ist ja aus Plastik. Ja, das sieht der Komitsch. Er steckt Riedels Waffe weg. Hat dann der Hupsi schon immer eine Waffe aus Plastik gehabt? Ja. Aber schau, der Hupsi in dem seinem Alter, der kann sich doch physisch gar nicht mehr richtig wehren. Da braucht doch der eine gescheite Waffe. Und was ist mit mir? Ja, du bist da körperlich ganz anders benannt. Ja, schon von der Aura. Ja, was du ausstrahlst, da brauchst du keine Waffe. Wie schnell fährt denn der? Im Vorraum hat Sonja eine Webseite offen. Über einem Foto von zwei Personen mit unkenntlich gemachten Gesichtern steht, Verfahren gegen Kripo-Beamte eingestellt. Staller saust auf dem Segway an der offenen Tür vorbei. Hansi, du musst mal bitte kommen. Hansi! Was machst du denn da? Sie steht auf. Eder und Kurz kommen herein. Hi. Hi, Eder, Kripo München. Sebastian. Wir suchen diese beiden, wie heißen die gleich nochmal, Hugo und... Hubert und Staller? Ja, genau die. Er mustert Sonja. Sowas wie sie habe ich ja wirklich nicht erwartet. Ach, was haben sie denn erwartet? Also ich habe ehrlich gesagt nichts erwartet. Ah, das sind ja schon unsere Münchner. Wie schön. Na,
Womit wollen Sie anfangen? Mit Ihnen. Im Verhörraum. Gierwitz, die Münchner und Hubert. Und dann habe ich die kaputte Scheibe gesehen, bin rein ins Wohnzimmer und da lag er dann Gesicht nach unten. Und Sie sind verabredet gewesen? Ja, zum Frühstück. Unter Nachbarn. Wir wohnen ja beide auf dem Land. Entschuldigung. Staller kommt, stellt sich hinter Hubert und steckt ihm eine Waffe ins Holster. Und die Leiche haben Sie umgedreht, weil Sie nicht sicher waren, wer da liegt im Haus des Polizeipräsidenten. Was machst du denn da? Ja, ja. Das ist nur ein Modell, da ist. Sie sind Polizist? Sie müssten doch wissen, wie man sich an einem Tater zu verhalten hat. Entschuldigung, er hat ja überhaupt kein Motiv. Gut, das war's dann, oder, Mel? Ich habe noch eine Frage. Glauben Sie auch an einen Einbrecher oder haben Sie eine eigene Theorie? Eigene Theorie? Nein, nein, nein. Sah ja alles nach Einbruch aus, nicht? Ja. Gut, dann würden wir jetzt gerne Ihre Computerkartei durchgehen nach möglichen Wiederholungstätern. Computerkartei? Ja, die ist auf dem neuesten Stand, oder? Ja. Ja. Im Dienstzimmer. Bitteschön. Das ist alles? Ist doch einfach nur ein Ordner mit alten Fällen, oder? Ja, aber da haben wir noch einen zweiten. Eda mit Tablet. Was ist mit Ihrem WLAN los? Das schwankt ein bisschen. Das ist ja genau genommen nicht unser WLAN, sondern das vom Nachbarn, also von der Schreinerei. Von daher kann man sich eigentlich nicht beschweren. Der sieht doch aus wie ein Wiederholungstäter. Na, der kommt nicht in Frage, den habe ich schon mal verhört. Ich hätte trotzdem gerne eine Kopie. Hubert reißt die Seite mit dem Foto aus dem Ordner. Das glaube ich jetzt nicht. Haben Sie? Das ist er. Ja. Im Ordner ein Foto und Fingerabdrücke des Blonden. Das ist doch nur ein Taschendieb. Ja, ein joggender Taschendieb. Kurz blättert weiter. Und was mit dem hier? Ein Foto von Yazid. Ja, der hat mit dem Mord garantiert nichts zu tun. Wieso? Sie glauben, weil der Yazid ein Ausländer ist. Und Sie, der ist aus Bayern. Kennen Sie den Mann? Flüchtig. Wolfertshausen ist ein Dorf. Guck mal, der steht bei uns im Computer. Verkauf von abgelaufenem Dönerfleisch, Hehlerei, Glücksspiele und so weiter. Seit 2010 untergetaucht. Ja, ich habe ihn ja schon lange nicht mehr gesehen. Er ist wahrscheinlich ausgewandert, zurück in die Heimat. Ich denke, der stammt aus Bayern. Hubert lehnt sich zurück. Niederbayern. In einer Bäckerei. So, bitte sehr. Eine Frau in Schürze bringt Tassen. Hörst du eigentlich auch ganz nett? Solange man keinen Kaffee trinkt. Ja, das kann sie noch lernen. Zu Eda und Kurz. Wollen Sie Ihren Kaffee schwarz oder mit Milch? Es wird jetzt nicht ernsthaft eine Kaffeepause, oder? Doch, doch. Mittag machen wir erst um eins. Kennen Sie zufälligerweise eine Frau Kröpf? Ja, die ist hier Stammkundin. Wann waren das letzte Mal da? Ja, so gegen 8:30, wie immer. Oh, haben wir schon Verdächtige weniger. Wieso ist was passiert? Ja, den Ehemann haben sie geschlagen. Was? Den Polizeipräsidenten? Gehen Sie immer so mit vertraulichen Informationen um? Ich glaube, Ihr Auswanderer steigt gerade aus seinem Wagen. Vor der Bäckerei hantiert Yazid mit einem Bolzenschneider am Schloss eines Rennrads, das an einem Schaukasten angeschlossen ist. Kurz, er trägt einen blauen Mantel, eilt heraus. Hubert folgt und zieht die Waffe. Yazid flieht. Sind Sie bescheuert? Ich wollte den Feuerschutz geben. Jetzt fällt beinahe Yazid erschossen. Ja, sonst wäre doch der Depp nie abgehauen. Kurz stürmt zu einem Mercedes. Der Streifenwagen blockiert die Ausfahrt. Scheiße, scheiße, scheiße. Fuck! Er tritt gegen den Streifenwagen. In der Villa. Kröpf und ihr Sohn betrachten Seiten aus dem Ordner. Eda, sie hat langes Haar und trägt Jeansjacke, steht daneben. Kurz mit 3-Tage-Bart sieht hinaus ins Grüne. Einbrecher spähen ihre Opfer oft vorab aus, also wenn ihnen jemand bekannt vorkommt. Nein. Er schüttelt den Kopf. Kröpf zündet sich eine Zigarette an. Eda blickt kurz zu Hubert und Staller. Der zieht einen Ausdruck der Webseite heraus. Eine Person auf dem Foto trägt eine Jeansjacke, die andere einen blauen Mantel. Das sind doch die zwei. Was ist denn das hier? Und das Sonja? Hubert schnappt sich den Ausdruck, faltet ihn und schiebt ihn in seine Innentasche. Wenn die beiden was mit dem Mord zu tun haben, dann wollen die doch als letztes den Fall da aufklären. Mhm. Und wenn die merken, dass wir das wissen, was meinst du, was dann los ist? Staller sieht auf sein Smartphone. Auf dem Display steht Yazid. Darunter ist ein Pfeil. Er drückt darauf. Falsch verbunden. Er grinst. Hubert hebt den Zeigefinger. Frau Kröpf, die Liste mit den gestohlenen Sachen, die bräuchten wir noch. Ich schaffe das bloß alles im Moment gar nicht. Aber ich kümmere mich drum. Der Name Yazid erscheint auf Huberts Handy. Der drückt eine Taste. Entschuldigung, wir versuchen hier unsere Arbeit zu machen. Ja, was glauben Sie, was wir machen? Sie stören. Darf ich fragen, wer jetzt die Ermittlungen eigentlich leitet? Wir. Auf einer Landstraße fährt der Streifenwagen an Wiesen vorbei. Der Mercedes, ein schwarzer C180, folgt ihm. Im Streifenwagen. Staller sieht in den Rückspiegel. Weißt du was? Die zwei Arschgeigen, die würde ich jetzt am liebsten sauber stehen lassen. Mhm.
Da müssen wir aber vorher die Autos tauschen. Und, er sieht, oder? Anja, was gibt's? In der Pathologie schlägt Anja ein Tuch vom Gesicht des Toten zurück. Eda visiert es mit dem Tablet an. Staller und Kurt sehen zu. Hubert trocknet sich die Hände mit Papiertüchern ab. Todesursache waren, wie vermutet, die schweren Verletzungen am Hinterkopf, verursacht durch mehrere Schläge mit der Skulptur. Fingerabdrücke? Leider nein, aber jetzt kommt's. Neben den Verletzungen am Kopf finden sich zahlreiche Hämatome hier im Brustbereich und an den Armen. Die entstehen doch nur, solange das Opfer noch am Leben ist. Willst du dir Frau Dr. Pitschi noch mal ausreden lassen? Er hat recht. Danke. Ich meinte den Kollegen. Dann ist er vor seinem Tod verprügelt worden. Getreten. Der Täter hat ihn von hinten mit der Skulptur zu Boden geschlagen. Dieser erste Schlag war aber nicht tödlich. Als das Opfer am Boden lag, hat der Täter mehrfach auf ihn eingetreten. Mindestens 10-mal. Kontrollverlust. Auf jeden Fall hat er erst danach noch einmal mit der Skulptur zugeschlagen, was dann zum Tode geführt hat. Gut zu erkennen am Winkel, der ist nämlich anders als beim ersten Schlag. Also aus dem Affekt. Ja, nichts mit Ihrer Theorie von wegen Einbrecher. Unsere Theorie? Haben Sie nicht behauptet, wir hätten die von Ihnen? Den vollständigen Bericht bis heute Abend bitte, ja? Per E-Mail. Gequält nickt Anja. Wir melden uns gleich aus dem Präsidium und sagen Ihnen, wie wir weitermachen. Cool. Eda und Kurz gehen. Staller sieht den beiden nach. Hubert hat die Arme verschränkt. Gott sei Dank. Anja, du hast da noch irgendwas. Okay. Sie nimmt ein Tütchen aus einer Schublade. War noch in der Brusttasche des Toten, muss ich aber im Bericht erwähnen. Komm, das Zucker. Das ist Crystal. Was? Crystal Meth. Der alte Zausel nimmt Druck. In seinem Büro betrachtet Girwitz die Urkunde. Herr Girwitz? Von Wirt. Müsste die nicht auf der anderen Seite hängen? Ich meine... Meine Gäste sollen die ja sehen. Ich kenne sie ja. Ja, ich sag dem Riedel Bescheid. Sie haben Besuch. Besuch? Kröpfs Sohn tritt ein. Entschuldigen Sie, dass ich so reinplatze. Der junge Herr Kröpf, nochmal herzliches Beileid, nicht? Glauben Sie uns, wir tun alles, was in unserer Macht steht. Danke, deshalb bin ich nicht hier. Ach so? Ich muss im Rahmen meiner Ausbildung ein Praktikum absolvieren, an der Polizeidienststelle. Und das würde ich gerne hier tun, in Ihrem Revier. In meinem Revier? Aber denken Sie nicht, dass Sie sich in die Ermittlungsarbeiten einmischen können, nicht? Sie sind befangen, das geht nicht. Ich möchte nur ein guter Polizist werden. Ehrlich gesagt glaube ich, dass die Chance, dass mir das auch gelingen wird, hier bei Ihnen größer ist als in der Stadt. Ja. Gut, wann können Sie anfangen? Sofort. Die Revierpolizisten beim Chef. Wie der eine oder andere vielleicht schon gemerkt hat, haben wir ab sofort einen Praktikanten. Einen Praktikanten? Ja, Niklas Kröpf, der Sohn des Polizeipräsidenten. Ich denke, das sind wir ihm schuldig. Der ist doch befangen. Der darf sich natürlich nicht in die Ermittlungen einmischen. Ich denke mal, Kaffee holen, faxen, Strafmandate schreiben, das werden so seine Aufgaben sein. Was machen wir dann mit dem Riedel? Jetzt verunsichern Sie mir doch den Riedel nicht. Sie sind natürlich nicht überflüssig. Holen Sie mal einen Kaffee. Hm? Riedel geht. Also, was haben wir? Crystal. Haben wir beim Toten gefunden. Er hält das Tütchen. Wie, der alte Kröpf war drogensüchtig? Na, eben nicht. Also, das hat die Anja überprüft. Vielleicht war das ein Warnschuss aus der Szene. Sehr gut, Freund Wirt, sehr gut. Können Sie nicht wissen, haben sich gerade Ihr Abzeichen verdient. Unser Polizeipräsident hatte den Drogen den Kampf angesagt. Wie ist noch dieser Typ aus dem Rotlichtbezirk? Wilde, Stefan Wilde. Richtig. Mhm. Wo findet man den? Das ist das Problem. In der Stadt werden Sie ohne die Hilfe der Münchner nicht weit kommen. So, den drehen wir doch im Fleischwolf, da brauchen wir nichts und niemanden. Der Streifenwagen auf einer dreispurigen Autobahn. Im Auto hält Hubert eine Mappe. Darauf steht Kriminalakte. Und, was hat's jetzt die Sonne? Ein Ertel, der Wilde, ist mehrfach vorbestraft und hat der Table Dance Bar am Hauptbahnhof. Das ist ja der Hauptumschlagplatz für Drogen. Mhm, der will jetzt nicht draufkommen. Deswegen brauchst du aber nicht so schnell fahren. Er schnallt sich an. Wir müssen den Wilde gecheckt haben, bevor sich die Eda und der Kurz da wieder einmischen. Mhm. In München. Hubert und Staller betreten eine Bar. Eine Frau im String tanzt an einer Stange. Ein Mann in Krawatte reicht ihr einen Schein. Hubert zur Tänzerin. Entschuldigung, wir müssten zum Chef. Sie geht. Schauen Sie, da braucht man gar kein echtes Geld. Ja, das ist wie im Casino, das muss wechseln. Eine stark geschminkte Frau. Wollen Sie ein paar Dollar kaufen? Nein. Vielleicht was trinken? Ja, so eine Flasche hätten wir gern. Die kostet bloß 25 Euro. Das ist der Preis pro Glas. Gut, dann hat sich's erledigt. Wir suchen den Herrn Wilde. Die Frau blickt kurz zur Seite. Der ist nicht da. Ja, dann würde ich jetzt doch gern so ein paar Dollars kaufen. Einer mit Vollbart kommt zur Bar. Ein großer Mann folgt ihm. 10 Euro, 10 Dollar. Ui, günstig, Hans.
Der mit Vollbart. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Sind Sie der Herr Wilde? Der mit Vollbart nickt. Worum geht's denn? Es geht um den Polizeipräsidenten. Haben Sie denn eventuell der Schlange? Wilde sieht von Staller zu Hubert, dann dreht er sich kurz zu dem Großen um. In einem Lagerraum sitzen die Polizisten vor Wilde, hinter ihm der Große. Ihr müsst ziemlich bescheuert sein, wenn ihr glaubt, ihr könntet auch noch in meine Taschen greifen. Oder ihr seid keine echten Bullen und wollt mich einfach nur so abzocken. In beiden Fällen habt ihr euch den Falschen rausgesucht. Nein, wir sind schon echte Bullen. Ausweise. Was? Ausweise. Nix Ausweise. Wir sind keine echten. Wir wollen einsteigen. Was? Ins Geschäft. Was habt ihr so anzubieten? Alles, was turnt. Ja? Händlerpreis. Wilde blickt kurz zum Großen, dann zu Staller. Okay. Er geht. Ich spitz da komplett. Wie läuft denn das Geschäft so aktuell? Schöne Ketten haben's da. Wilde kommt und stellt eine durchsichtige Tüte mit weißem Pulver auf einen Tisch vor Hubert. 30.000 das Kilo. Was haben Sie sonst noch so im Angebot? Stichwort Christel. Das ist alles, was ich habe. Gut, dann würde ich sagen, wir überlegen uns das Ganze nochmal. Sitzen bleiben! Niemand muss hier die Katze im Sack kaufen. Er hält Hubert einen Löffel voll Pulver hin. Bei mir ist schlecht, ich hab Schnupfen, ich schmecke überhaupt nichts. Staller nimmt den Löffel und schnupft das Pulver. Er zieht die Augenbrauen hoch und schielt. Wilde klopft ihm auf die Schulter. Du bist mein Mann. In der Bar. Ja, Herr Gibbitz, hallo. Sag mal, wo stecken Sie überhaupt? Wir sind unterwegs. Was ist los? Der Vizepräsident will einen Strategiewechsel besprechen und probiert, schafft es kaum, ihn hinzuhalten. Ja, das ist super, also wir machen so schnell, wie es geht, Herr Gibbitz. Heißt das, Sie haben diesen Wilde noch gar nicht verhört? Nein, aber wir sondieren gerade das Umfeld. Wenn du so weitermachen willst wie bisher, bitte, aber ich will leben! Staller tanzt neben einer in Reizwäsche. Hubert hält seine Hand aufs Handy. Ist das geil! War das Staller? Nein, war nicht. Herr Gibbitz, wir melden uns wieder schon. Hubert! Er schleudert einen Nusskern weg. Hubert! Riedel bringt ein Croissant und Kaffee. So, eine kleine Stärkung. Nein. Der Praktikant hat mir schon Nervennahrung gebracht. Nicht so ungesundes Zeug wie das da. Ach so, ja gut, dann hänge ich jetzt einmal die Urkunde. Ist auch schon passiert, nicht? Und zwar ohne die Wand einzureißen. Also. Vor Gewitz stehen eine Nussschüssel und ein Glas Saft. Im Vorzimmer. Kann ich dir vielleicht irgendwas helfen? Nee, danke, das hat der Niklas jetzt schon gemacht. Sag mal, das gibt's doch nicht. Der ist doch gerade mal 2 Stunden da. Wo ist der überhaupt? Das ist mir wurscht. Niklas? Hinter ihr äfft Riedel den Namen nach. Kannst du ganz kurz mal die Stellung halten? Ja, das kann ich. Sonja tritt ins Dienstzimmer. Niklas steht mit dem Rücken zu ihr an Stallers Schreibtisch. Niklas? Was machst du denn hier? Ich hab nur geschaut. Also ich würde das auch nicht gut finden, wenn man bei mir rumstöbert. Kommst du bitte? Werden die den Mörder finden? Na, davon gehe ich mal aus. Wir haben hier die höchste Aufklärungsquote. Haben wir jetzt sogar schriftlich. Ich würde so gerne helfen. Kann ich gut verstehen. Aber jetzt verlässt du bitte erstmal das Büro. Ich hätte meinem Vater so gerne noch bewiesen, dass ich ein guter Polizist bin. Er hatte nicht mal daran geglaubt, dass ich die 3. Qualifikationsebene erreiche. Das Gefühl kenne ich. Du, bei mir hat gar keiner für möglich gehalten, dass ich mal Polizistin werde. In der Bar. Ich lass mir gar nichts mehr versauen. Ich bin ein freier Mensch, ich bin frei. Kurz, gefolgt von Eda und Wilde, kommt herein. Kurz hält die Tüte. Was macht denn der Idiot da oben? Ach super, habt ihr ihn jetzt verhaftet? Wen? Wen? Herrn Wilde. Herr Wilde? Herr Wilde hat uns angerufen. 2 Männer würden Ärger machen, die sich als Polizisten ausgeben. Was heißt der Ärger mit seinem Feiern? Und was ist mit dem Koks? Kurz steckt den Finger in die Tüte und leckt ihn ab. Mir ist nicht bekannt, dass der Besitz von Traubenzucker strafbar ist. Traubenzucker? Abrupt hört Staller auf zu tanzen und starrt zu Hubert herunter. Zu Kurz? Sagen Sie, Herrn Wiese, ich freue mich auf einen Anfang. Kurz nickt und verlässt mit Eda den Raum. Hubert steht auf. Upsi. Geh schon mal vor zu meinem Karussell. Bremsen. Es ist dunkel. Kurz und Eda stehen auf dem Gehweg vor dem Eingang mit Vordach. Daran steht Table Dance, darunter blinken Lämpchen. Rauchend kommt die Frau im String. Zu Kurz.
Hey, Basti. Komm, verpiss dich. Sie runzelt die Stirn. Hubert verlässt die Bar. Staller folgt ihm. Was soll denn das getan sein? Sind Sie bescheuert? Wilde steht seit Monaten unter Beobachtung. Es gefährden den gesamten Ermittlungsfortschritt. Ja, wollen Sie ohne uns weitermachen? Nein, wir haben einfach nur eine schöne Location gesucht für seinen Junggesellenabschied. Wie war's mit den Drogen? Was für Drogen? Das ist Crystal Meth aus dem Protokoll Ihrer Pathologin. Der Blonde rempelt einen Passanten an. Das glaube ich jetzt nicht. Das ist er. Ja? Ja, das ist der Jogger. Kurz, Eder und Staller rennen los. Hansi, bleib stehen. Der ist zu schnell. Vor dem Eingang des Polizeireviers. Drinnen geht das Licht aus. Die Tür wird geöffnet. Sonja und Niklas kommen heraus. Tut mir leid. Erster Tag und dann gleich eine Spätschicht. Ach, das ist gar kein Problem. Bei euch ist es so angenehm. In München war es furchtbar. Da konnte ich immer spüren, wie mich alle meiden. Naja, als Sohn von so einem Chef hat man wahrscheinlich eine ganze Menge Neider. Neider? Nein. Die meisten Kollegen haben meinen Vater gehasst. Und ich kann es ihnen nicht mal übel nehmen. Ich meine, wer mag schon jemanden, der keine Fehler duldet? Ja, stimmt. Und wie war euer Verhältnis so? Ich war sein Sohn. Jemand rüttelt von innen an der Tür. Ich hab die vergessen. Mit Schlüssel in der Hand eilt sie zurück. Riedel stürmt heraus. Vergessen, hä? Entschuldigung. Und nimmt das Dienstrad. Gute Nacht. In München. Mit erhobenen Armen steht der Blonde neben einer Mülltonne. Eder durchsucht ihn. Sie reicht kurz einen Geldbeutel, den er zu anderen Dingen auf die Tonne wirft. Ein Taxi hält. Staller steigt hinten aus und läuft zu Eder. Hat er was dabei gehabt? Sie deutet auf die Tonne. Wie? Das ist alles? Nicht irgendwas Spezielles? Was verstehen Sie denn unter speziell? Ja, habt ihr nach Waffen durchsucht? Waffen? Wieso Waffen? Ja, zur Sicherheit. Der Mann war unbewaffnet. Im Taxi. Ey, 4 €. Was? Wir sind von der Polizei, wir brauchen da kein Taxi zu. Der Witz ist gut, entbehrt aber jegliche Rechtsgrundlage. Wie kommen Sie denn da drauf? Ich bin Jurist. So was gibt's vielleicht im Fernsehen. Kein Wunder, dass Sie Taxi fahren müssen. Er steigt aus. Arschloch. Hubert kommt zu Staller. Upsi, was ist echt der? Hubert zieht Papiere aus der Jacke. Eines fällt zu Boden. Er faltet das Ordnerblatt des Blonden auf. Darauf steht Robert Preis. Ja, das kommt hin, oder? Herr Preis. Leck mich. Leck mich. Kurz hat das zweite Papier aufgehoben. Haben Sie das verloren? Na, ist nicht von mir. Und Sie? Ich lese gerade Zeitung. Kurz hält den Ausdruck der Webseite. Über der Schlagzeile Verfahren gegen Kripo-Beamte eingestellt steht Münchner Zeitung Online-Nachrichten. Es ist Tag. Hubert und Staller fahren im Streifenwagen durch Wolfratshausen. Also wenn du mich fragst, hat der deine Pistolen schon längst weiter verscheuert. Das ist mir vollkommen wurscht, auf jeden Fall seid ihr jetzt vorgewarnt. Aber das ahnt doch kein Mensch, dass der Wilde ausgerechnet die zwei anruft. Ja? Da ist doch was faul. Na logisch, da geht's um Schmiergeld. Eine Ampel zeigt rot. Und der Kröpf, der hat das gespannt und zack, weg ist er. Staller hält. Und der Wieser, der hängt da bestimmt auch mit drin. Mein Gott, sind wir blöd. Er deutet auf einen Zeitungskasten. Riedel überholt mit dem Segway den Streifenwagen. Staller öffnet die Tür. Riedel prallt dagegen. Er liegt auf der Straße. Sag mal, spinnst du? Da kriegt mein Herzinfarkt. Ja, du musst doch schauen, wenn du die Tür aufmachst. Ich schau ja. Aber wenn du da dahergeschlichen kommst mit dem Elektrodings. Und spürst du irgendwas? Ja, Schmerzen. Das ist ein gutes Zeichen, da hast du keinen Querschnitt. Upsi, hast du ein Kleingeld? Das langt nicht. Nimm doch einfach die scheiß Zeitung. Ich bin eine öffentliche Person. Ja, blär nicht und nimm die Zeitung. Du könntest so froh sein, dass ich keine Waffe hab. Was? Nix. Staller nimmt die Zeitung. Sportteilung wäre noch da lassen. Super. Ein Bild von Visa prangt auf der Titelseite. In seinem Büro hält Girwitz die Zeitung. Naja. Ihren Verdacht gegen Kurz und Eder kann ich ja nur nachvollziehen. Dass der Visa die Nachfolge vom Kröpf antritt, nicht? Das ist ja überhaupt nicht verdächtig. Der Mann war ja schließlich sein Stellvertreter. Königsmord haben sie im alten Rom schon so gemacht. Das Alibi von dem haben wir noch gar nicht gecheckt. Das werden wir auch schön bleiben lassen. Ich hatte vorhin noch ein unangenehmes Gespräch wegen ihrer Aktion gestern. Wieso? Der hat ja überhaupt keine Skrupel gehabt, dass seine Leute sie verhören. Girwitz stutzt. Jetzt rufen sie ihn an und fragen sie ihn, ob er an dem bewussten Morgen schon im Büro war. Von Wirt, verbinden Sie mich mal mit Herrn Visa. Danke.
Ja, grüß Gott. Hubert drückt eine Taste auf Gewitz' Telefon. Herr Gewitz. Ich wollte erstmal einfach nur gratulieren, ne? Wenn man schon gratulieren darf. Ja, Sie werden das sicher ganz hervorragend machen. Danke, aber es wird schwer werden, solange der Mörder nicht gefasst ist. Jetzt, wo Sie das sagen. Wir sind gerade dabei, die Zeit vor und nach der Tat zu rekonstruieren. Ich meine, wer wann wo war. Vielleicht haben Sie jemand gesehen oder eben auch nicht. Ich war bei meiner Lebensgefährtin in der Sonnemeier-Klinik. Das wird Ihnen das Personal dort gern bestätigen. Gut, sehr, sehr, sehr gut. Nur, dass Sie nicht denken, dass ich gedacht hätte, dass Sie... Herr Gewitz, was ist mit Ihren Männern? Sind wir noch ein Team? Ja, natürlich sind wir noch ein Team, nicht? Ja, na klar. Meine beiden sind schon auf dem Weg nach München. Er deutet mit dem Daumen zur Tür. Schönen Tag noch. Wiederhören. Der Streifenwagen fährt auf eine Autobahn. Bloß weil der Wieser sagt, dass er bei der in der Klinik war, dann muss er das noch lange nicht stimmen. Ja, wenn wir die nochmal versetzen, dann war's aber das mit der Zusammenarbeit. Da brauchen wir nicht mehr intern ermitteln. Wenn du über einen Mann etwas Genaues erfahren willst, dann fragst du seine Frau. Dann wird man über dich gar nichts erfahren. Er nimmt sein Handy. Sonja, servus. Du suchst mal bitte die Adresse von der Sonnemeier-Klinik raus. Ohne dass der Gewitz was merkt. Ja, mach ich. Ja, und hat die Kröpf ihre Liste schon abgeben? Ach, ich dachte, das war kein Einbruch. Ja, deswegen ist es so interessant für uns. Okay, ja, ich schicke den Riegel gleich vorbei. Ciao. Ja. Am Kopierer steht Niklas. Das kann ich doch machen. Du weißt doch, dass das nicht geht. Er kommt zu Sonja. Gibt's denn schon was Neues? Sonja senkt den Blick. Niklas geht. Riegel? Mit Fahrradhelm auf dem Kopf zieht der den Segway vom Gang ins Vorzimmer. Was ist... Oh, ich dachte, so ein Teil kann nicht umfallen. Jetzt kannst du nicht mehr stehen. Die Elektronik ist im Arsch. Auf einem Krankenhausbett sitzt Anna vor Hubert und Staller. Ja, er war am nächsten Tag hier. Gleich morgens, gegen 8:30. Sie legt die Hände ineinander. Ich kann mir immer noch nicht erklären, wie das passieren konnte. Das muss der Alkohol gewesen sein. Tja, geht's Ihnen jetzt besser? Ja, die Ruhe hier tut mir gut. Auch wenn ich die Kinder vermisse. Sie haben schon Kinder? Ich arbeite in einer Kindertagesstätte. Ich hätte gern Kinder, aber der Markus meint immer, der Zeitpunkt ist schlecht. Naja. Heißt das, wegen dem kriegen Sie keine? Ich liebe den Markus. Aber es ist halt immer so viel zu tun. Er möchte sie auch unbedingt zum Polizeipräsidenten schaffen. Ja, das hat er praktisch schon. Annas Blick wird ernst. Ja, wissen Sie gar nicht, dass der Herr Kröpf tot ist? Was heißt der Tod? Ermordet? Was? Staller zuckt die Schultern. Das ist ja furchtbar. Und grinst. Entschuldigen Sie, ich glaube, ich muss mich hinlegen. Ja. Die Polizisten kommen in den Gang. Auf einer Glastür steht Akutpsychiatrie. Einer im Kapuzenpulli nähert sich. Kann es sein, dass du scharf auf die bist? So, die ist doch schon unter der Haube. Entschuldigung, Sie haben nicht zufällig einen Stift für mich, oder? Staller hält einen Pulli hoch. Oh, wow. Er nimmt ihn. Vielen Dank. Schwester, wissen Sie zufällig, ob die Frau Schmidt gestern Besuch gehabt hat? Hinter Ihnen betritt Anna den Gang und schleicht davon. Ja, das weiß ich sogar sehr gut. Der Herr war nämlich auch von der Polizei. War sehr besorgt. Was hatten die überhaupt? Die ist doch ganz normal. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wir sind ja nur die Auffangstation für die ersten paar Tage danach. Das heißt, keine Drogen, kein Alkohol, keine Medien und natürlich keine spitzen oder scharfen Gegenstände. Staller sieht kurz zu Hubert, dann stürmt er in ein Zimmer. Hey. Mit dem Kugelschreiber kommt Staller wieder zurück. Das Portal des Polizeipräsidiums. In einem Schießraum steht Eder mit einer Pistole in beidhändigem Anschlag. Kurz steht hinter ihr. Hubert und Staller kommen. Alle tragen Schutzbrillen und Gehörschutz. So, grüß Gott. Gibt's irgendwas Neues? Haben Sie die Drogen dabei? Ja. Er reicht ihr das Tütchen mit kristallenen Bröckchen. Im Übrigen... Ihr Jogger ist gestern zum 7. Mal straffällig geworden. Das reicht für eine Auszeit. Wir haben eine Datenbank. Gratulation. Darf ich mal? Staller zieht seine Waffe, grinst Eder und kurz an, zielt und trifft den 9. Ring der Schießscheibe. Hubert legt an. Eine Warnlampe fällt von der Decke herab. Was ist es mit dem Scheißding? Sind Sie wahnsinnig? Sofort aufhören! Ein Polizist mit Locken. Eder nimmt Huberts Waffe. Der Lauf ist doch total krumm. Damit kann man doch nicht schießen. Hat sich der Riedel draufgesetzt? Wer? Unser Waffenmeister. Haben Sie mein Alibi verifiziert? Wieser.
Ich würde nur ungern meinen neuen Posten antreten, solange ich unter Mordverdacht stehe. Sehen uns in 15 Minuten in meinem Büro. Er geht. Sie haben ihn nach seinem Alibi gefragt? Ja, warum nicht? Wo wart Sie eigentlich an dem Morgen? Sehr witzig. Observieren. Zeugen? Oh, einige. Davon bin ich überzeugt. Riedel radelt den Weg zur Villa herauf, hinter ihm der Starnberger See. Der Polizist weicht einem entgegenkommenden Taxi aus, fährt in eine Hecke und hebt den Arm. An der Villa schlägt Anna auf den Rahmen der Terrassentür. Ich hab gehört, dass die Treppe runtergekommen ist. Ich kratze die Arme aus. Wenn du schon meinen Mann vögelst, dann schau mir wenigstens ins Gesicht. Mach auf, du Schlappe. Ich weiß, dass du da drin bist. Ich bring dich um. Mach auf, ich hab dich schon gesehen. Komm gefälligst raus. Hallo? Was ist denn hier los? Schaffen Sie mir diese Irre vom Hals. Lass die Finger von meinem Mann. Kröpf hat die Tür geöffnet. Anna packt ihr Haar, zerrt sie auf den Rasen im Garten und prügelt auf sie ein. Ich bring dich sonst raus! Lass die Finger von ihm! Halt, aufhören! Schluss jetzt! Er richtet seine Waffe nach oben und zieht den Abzug. Wasser kommt heraus. Riedel sieht auf die Pistole, dann spritzt er Wasser auf Anna. Entschuldigung! Anna schlägt Riedel nieder. Entschuldigung, das müssen die Medikamente sein. Sie legt die Hände auf Riedels Brust. Der liegt rücklings im Gras. Benommen lächelt er. Im Polizeipräsidium sitzt Wieser am Schreibtisch und zeichnet Papiere ab. Die vier Ermittler stehen vor ihm. Die kleine Polizistin nimmt die Papiere und geht. Staller sieht in eine Ecke des Büros. Sag mal, war da nicht so ein Gestell? Ach so, genau. Das Flipchart mit dem Bild von Wilde. Wo ist denn das? Sie meinen das Organigramm? Ja. Das haben die Kollegen. Die sind ja schon länger in der Materie drin. Das kann ich mir vorstellen. Möchten Sie uns irgendetwas mitteilen, Herr Kollege? Wieso? Wir haben gedacht, Sie wollen uns was sagen. Kann es sein, dass hier eine Aussprache vonnöten ist? Die beiden haben mit ihrer beschissenen Aktion die ganze Szene gewarnt. Ich sag's nur ungern, aber der Fall überschreitet eindeutig die Kompetenzen unserer Kollegen hier. So, so. Und ich sag Ihnen jetzt auch mal was. Hier geht's um Mord. Persönliche Befindlichkeiten haben da nichts verloren. Ich erwarte, dass Sie der Drogenspur nachgehen. Und zwar gemeinsam, Herr Kurz. Und keine Geheimnisse mehr. Sie beide. Entschuldigung? Er fingert sein Handy aus der Jacke. Ja? Aha, danke. Was ist denn los? Die Oma liegt im Sterben. Welche? Meine. Hubert blickt kurz zu Ida. Der Streifenwagen parkt vor dem Polizeirevier. Im Verhörraum sitzt Anna vor Gerwitz. Ihre Augen sind gerötet. Also, unser neuer Polizeipräsident, Ihr Lebensgefährte, hat ein Verhältnis mit der Frau des ermordeten Polizeipräsidenten? Ich hatte schon länger sowas befürchtet. Und an dem Tag hat der Markus sich nicht aus seinen E-Mails ausgeloggt und dann... Ich konnte nicht anders, ich habe nachgeschaut. Sie senkt den Blick. Das war der Tag, an dem Sie springen wollten, ne? Ich habe einfach nicht mehr weiter gewusst. So ein Schmarrn, die wäre jetzt über 120 Jahre alt. Ja, ich habe ja gesagt, ich bin sterben. Entschuldigung, ich führe ein Verhör. Wo sind überhaupt Ihre Münchner Kollegen? Haben Sie schon wieder versetzt? Vom Kurz, die Oma. Die liegt im Sterben. Und deswegen kann die Kollegin auch nicht kommen? Ja, genau. Herr Gerwitz, ich weiß inzwischen, dass das falsch war. Springen ist keine Lösung. Ich werde kämpfen. Für mich und den Markus. Und deshalb wollten Sie noch schnell die Frau Kröpf umbringen. Das habe ich doch nur so gesagt. Ich habe Panik bekommen. Ich dachte, der Markus lässt mich sitzen und zieht zu Frau Kröpf. Gerwitz nickt mehrmals. Als trauernde Witwe muss die blöde Schlampe ja nicht so tun, als würde ihre Ehe funktionieren. Später. Vor Gerwitz, Hubert und Staller sitzt Kröpf. Sie steckt eine Zigarette in den Mund. Kröpf legt Feuerzeug und Zigarette beiseite. Ja, Markus und ich, wir haben eine Affäre. Das ist jetzt nichts, worauf man stolz ist, das ist mir schon klar. Es ist nur noch der denkbar ungünstigste Zeitpunkt für ein Outcoming. Mein Mann und ich, wir haben uns eben auseinandergelebt. Ja, lässt man sich dann nicht scheiden? Er runzelt die Stirn. Ja, da kannten Sie meinen Mann aber schlecht. Das hätte ja seinem Ruf geschadet. Gut. Können wir jetzt vielleicht die Anzeige aufnehmen? Ja, aber ich will doch die Frau nicht anzeigen. Ja, aber sie hat sie doch angegriffen. Ja, aber die tut mir ja leid. Schauen Sie, Herr Wieser wird sie verlassen und zu mir ziehen. Sie neigt sich vor. Wegen dem gestohlenen Zeug. Die Liste. Kröpf beugt sich zur Seite und nimmt ihre schwarze Handtasche. Sie zieht ein gelochtes DIN A5-Papier hervor, das sie Hubert gibt. So, so eine Schmuck-Brillanten, ein silberner Brieföffner. Die Teller, die sehr wertvolle Teller. Ja, haben Sie ein Problem damit? Nein, kein Problem mit Tellern. Ist bloß alles ein bisschen Kraut und Rüben, aber gut, wir wissen ja eh, dass es kein Typ war.
Deswegen wundern wir uns, dass der Mörder den ganzen Schmarrn da mitgenommen hat. Mhm. Ja. Mit aufgerissenen Augen starrt sie die Polizisten an. Bin ich fertig? Im Dienstzimmer zeigt Staller auf Zeichnungen am Flipchart. Der Wieser war scharf auf das Amt vom Kröpf und auf dem sei Alte. Ja, aber der Mann hat ein Alibi, Staller. Nee, das sagt ja nichts, dann haben wir das Kurz und Eder für den erledigt. Kurz, Eder und Wieser haben eine Beziehung zum Wilde. Und der hat auch ein Motiv. Riedel kommt. Entschuldigung. Staller dreht das Flipchart um. Ja, ich schau schon nicht. Ich wollte nur fragen, was jetzt mit der Frau Schmidt passieren soll. Das ist doch jetzt echt albern, wir können ihn doch einweihen. Naja, viel zu sehen gibt's ohnehin nicht, leider. Hm. Staller dreht das Flipchart zurück. Wieso sind da jetzt die Münchner drauf? Ja, das ist ja das Problem. Der Ermordete hat quasi seine eigenen Leute verdächtigt. Aber da fehlt ja noch einer. Wer? Ja, der Niklas. Das ist doch auch ein Münchner Kollege. Er ist doch nur Praktikant. Und außerdem, er hat kurz vor seiner Mutter das Haus verlassen. Moment, was ist denn überhaupt mit der Kröpf? Ach so, vielleicht hat er die ihren Mann umgebracht wegen dem Visa. Ja, und den Einbruch nur vorgetäuscht. Ich meine, die Liste, die hatte sich irgendwie zusammenfantasiert. Ja, aber warum hat denn die Beckers Frau ihren Alibi gegeben? Ja, das sind Frauen, die halten immer zusammen. Ach, ich sehe schon, wir stehen kurz vor der Aufklärung. Also Sie beide bringen die Frau Schmidt zurück nach München, weil wenn keine Anzeige vorliegt, können wir sie auch nicht festhalten, nicht? Und das da dürfen die Münchner auf keinen Fall sehen, klar? Staller wendet das Flipchart erneut um. Dunkle Wolken hängen über München. Der Streifenwagen fährt vor das Gründerzeithaus. Es regnet. Anna sitzt im Fond. Staller hält. Hubert zieht nach oben. Und Sie wollen da wirklich schon wieder hoch? Nicht, dass ich morgen dann wieder mit dem Megafon auf der Straße stehe. Danke, ich komme klar. Markus ist nicht der erste Mann, der mir Probleme macht. Das kann man mir vorstellen. Sie steigt aus. Der hat doch die gar nicht verdient. Staller folgt Anna. Warten Sie, ich begleite Sie. Keine Widerworte. Staller grinst breit. In einem Treppenhaus mit roten Läufern. Der Anrufer ganz panisch. Auf dem Bahndamm liegt ein Gleis. Ja, sagt der Beamte, das ist auch gut so. Und hängt ein, 5 Minuten später. Ja, jetzt hat der Zug den armen alten Mann überfallen. Verstehen Sie das? Gleis, Kreis, das war ein Chines, der kommt bei er. Wissen Sie, Sie haben ja recht. Einem Mann, der sich nicht entscheiden kann, muss man die Entscheidung eben abnehmen. Ja, freilich, den haben wir weiter. Laufpass! Auch wenn er mich auf Knien um Verzeihung bittet. Ja, dann erst recht. Noch? Was? Nicht abgeschlossen. Staller fasst den Türknauf. Der Markus ist so früh nieder, hä? Zieht seine Waffe und stürmt in die Wohnung. Vor einem gedeckten Tisch mit Blumen, Sushi und Sektflasche bleibt er stehen. Was ist denn das? Anna zuckt die Schultern. Wieser kommt herein. Messer weg! Wieser in Kochschürze lässt das Küchenmesser fallen. Was machst du hier? Was mach ich hier? Ich wohne hier? Ich wollte Anna aus der Klinik abholen, um sie mit dem Essen überraschen. Und Sie? Ich habe sie heimbegleitet. Sie hat Ihnen nämlich was zu sagen. Das tut mir so wahnsinnig leid. Ich war so ein riesen Idiot. Anna fällt ihm um den Hals. Was? Wegen dem bisschen Tischdecken. Er nimmt einen Glückskeks vom Tisch und beißt hinein. Was machen Sie denn? Staller zieht einen Ring aus dem Mund. Verlobung? Was? Als Präsident, da muss man natürlich verheiratet sein. Mit dem Ring dreht Wieser sich zu Anna. Ich dachte, heute wäre der richtige Abend. Wiederschauen. Ich gehe Sabine seit Tagen aus dem Weg. Ich hab's nur noch nicht gesagt. Also nicht direkt, weil jetzt, wo gerade ihr Mann gestorben ist, da ist doch halt. Oh. Halt einfach den Mund. Anna hat Wieser geohrfeigt, dann küsst sie ihn. Er drückt sie an sich. Staller läuft aus dem Eingang des Gründerzeithauses über die Straße. Er steigt in den Streifenwagen. Die ist doch komplett blimblim. Das hast du aber schnell bemerkt. Der Wieser will die heiraten. Den müsste man direkt warnen. Also der hat den Kopf bestimmt nicht umgebracht. Zumindest nicht wegen seiner Frau. Bleiben noch die Eder und der Kurz. Ja, müssen wir den in der Falle stellen. Nein, wir müssen gar nichts an sie. Ja, die kennen uns. In Yazids Werkstatt. Yazid öffnet die Tür. Servus. Du musst uns helfen, Yazid. Ja, genau. Nachdem zuerst die Bullen auf mich jetzt, dann auf mich geschossen habt und dann immer ans Telefon geht's, oder? Ja, das war ja nicht zu deinem Schutz. Das ist ja Datenbankfehler. Ja, Datenbankfehler. Wie oft habt ihr mir eigentlich schon versprochen, dass das alles gelöscht wird? Es ist doch alles vernetzt, zentral erfasst, mit Vorratsdaten, der ganze Schmarrn. Ja, dann sorgt's dafür, dass es zentral gelöscht wird. Vorher mache ich überhaupt nichts mehr. Wir sind halt keine IT-Spezialisten. Das stimmt allerdings. Er nimmt eine CD.
Das ist die Anti-Yazid-Software, falls von Handlöschen mal wieder nicht klappt. Gut. Aber erst musst du uns helfen. Du wärst der Köder für unsere zwei korrupten Münchner Kollegen. Für die zwei? Seid ihr jetzt komplett wahnsinnig geworden? Wollt ihr, dass die mich einsperren? Naja, du musst da natürlich ein bisschen was anziehen. Hubert zeigt Yazid eine schwarze Perücke und etwas Lacklederes. Vergesst es einfach. Es ist dunkel. Yazid mit Perücke und geschminkten Lippen steckt in einem schwarzen, lacklederen Minirock und schlendert in High Heels und Netzstrümpfen übers Pflaster. An seinem Arm baumelt ein Handtäschchen. Kurz und Eda kommen ihm entgegen. Yazid rempelt kurz an. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Die Polizisten machen kehrt und drängen Yazid in einen Hof. Haben Sie eine Sekunde für Entschuldigung? Ich? Komm mal hier rein, stehen wir niemandem im Weg. Sie schubsen ihn gegen eine Mülltonne. Polizei, Papiere. Die habe ich zu Hause, weil ich doch Papiere immer so gern verliere. Was macht denn eine Lady wie Sie so spät auf der Straße? Bisschen Luft schnappen, so kurz vorm Schlafen gehen. Wow, 420 Euro, das ist aber ganz schön viel Geld für so eine Frühstunde, oder? Er hat das Handtäschchen durchsucht. Ein bisschen viel für einen Spaziergang kurz vorm Schlafen gehen. Ich habe heute immer noch ein bisschen Reserven dabei, falls noch was zu feiern gibt, oder? Wir nehmen ihn zur Feststellung der Personalien mit aufs Revier. Ich finde, du bist viel zu streng. Sie ist neu hier. Wir sollten es beim Bußgeld belassen, oder? Hier. Und zwar nicht fürs Taxi. Komm ich aber nicht weit. Du musst halt mehr arbeiten, Schätzchen. Jetzt verpiss dich. Eda lockert ihren Würgegriff. Die Polizisten gehen. Yazid greift nach dem 20-Euro-Schein in seinem haarigen Dekolleté und nimmt sein Smartphone. Unsicher stöckelt er umher. Scheiße. Dann zieht er die Perücke herunter. Yazid? Hey. Ihr seid hinkommen. Der Typ hat mir die Kohle abgenommen. Was für ein Arschloch, ey. Er sieht den schwarzen Mercedes vorbeifahren. Eda auf dem Beifahrersitz bemerkt Yazid. Scheiße. Der kickt die High Heels weg und rennt los. Eda und Kurz sprinten ihm nach. Ich bin aufgeflogen. Wo bist denn jetzt? Ihr hättet mich nie auf den Scheiß einlassen sollen, echt. Jetzt hol's wieder raus. Los. Fuck. Yazids Handy ist zu Boden gefallen. Im Streifenwagen. Tot? Was? Sein Handy. Was machen wir jetzt? Aussteigen. Über das Dach des Streifenwagens hinweg sehen sie sich an. Du links, ich rechts. Von mir aus gesehen links. Sie hasten los. In einem Hof mit Laderampe. Yazid drückt sich an einen Bauzaun und linst zu Kurz und Eder. Ich hab grad noch dieses billige Parfüm gerochen. Fuck, dieser Artikel. Ich hab dir gesagt, wir sollen es ruhig angehen lassen. Die wollen uns doch provozieren, die haben nichts. Nichts? Die Transe wird ihnen erzählen, dass wir das Geld abgezogen haben. Du hast dir das Geld abgezogen. Ich? Was macht denn das für einen Unterschied? Wenn, dann sind wir beide dran. Geh jetzt nicht durch. Sie hat Kurz geohrfeigt. Er hebt die Faust. Yazid schleicht davon. In der Nähe der Table Dance Bar mit offenem Mund schaut Staller sich um. Dann läuft er weiter. Staller reißt die Augen auf. Hubert rennt um einen Container mit Bauzaun. Dahinter liegt Kurz reglos am Boden. Hubert stoppt, kniet sich neben ihn und fasst an seinen Hals. Hände hoch. Eda richtet ihre Waffe auf Hubert. Ich war das nicht. Ich hab nur den Schuss gehört. Kannst du bist du im Weg, Frau Eder. Staller zielt auf sie. Im Hof mit der Laderampe liegt ein Leichensack, dahinter steht der Container. Wieser fasst Eda an den Schultern. Pathologe Kessler hält ein Klemmbrett. Auf einer Treppe sitzt Staller neben Hubert, der sein Smartphone am Ohr hat. Was ist denn mit dem Yazid? Wieso macht denn der Depp sein Handy aus? Wenn der dich provoziert hat, da, der arrogante Pinsel. Haben Sie, der war schon tot. Was machen Sie beide eigentlich noch hier? Was hast du noch? Laut wollten wir gehen. Schuss in den Rücken aus nächster Nähe. Schmauchspuren auf der Kleidung, kannst mit bloßem Auge sehen. Wer macht denn sowas? Haben Sie Ärger mit jemand hier? Milieu oder so? Es gibt nur zwei Menschen, mit denen wir zurzeit andauernd Ärger haben. Haben Sie die Waffen der beiden überprüft? Ja. Ihr auch? Mit keiner der Waffen ist in den letzten Stunden geschossen worden, da bin ich mir sicher. Wir haben Waffenfund. Moment mal. Unsere Zusammenarbeit endet hier. Das ist nicht mehr Ihr Revier. Er geht zu einem Polizisten mit Einweghandschuhen, der eine Pistole am Zeigefinger hochhält. Eda streift Hubert und Staller mit einem abschätzigen Blick. Es ist Tag. Auf der glatten Oberfläche des Starnberger Sees spiegeln sich Wolkenfetzen. Am Horizont erheben sich schneebedeckte Gipfel. In seinem Büro steht Girwitz mit erhobenem Zeigefinger vor Hubert und Staller. Was haben Sie sich dabei gedacht? Mitten in der Nacht, ohne mich zu informieren!
und dann noch unter der Mitwirkung von diesem Yazid, der gerne mal vieles ist, aber auf keinen Fall vertrauenswürdig. Ja, das hat sich halt spontan so ergeben. Mit dem Ergebnis, dass der Kollege Kurz jetzt tot ist? Ah ja, Kollege. Also immerhin können wir jetzt beweisen, dass der Kurz und die Eder korrupt sind. Ich bezweifle, dass man mit Yazid auch nur irgendwas belegen kann. Wo ist der Mann überhaupt? Das genau ist das Problem. Kommunikationsproblem, aber der Riedel ist schon dran, dass wir das überbrücken. Riedel mit Fahrradhelm lehnt das Dienstrad ans Rolltor von Yazids Werkstatt. Daneben liegen Autoreifen und Paletten. Riedel betritt den großen Raum und zieht sich um. Jalousien hängen vor den Fenstern. In einer Sitzecke mit Ledersofa und Sessel leuchtet ein Globus auf einem Röhrenfernseher. Daneben steht ein Plattenspieler auf einem Kühlschrank. Die Tür fällt hinter Riedel zu. Hallo? Riedel dreht sich um. Sein Mund steht offen. Hallo? Yazid tritt hinter Riedel. Ha! Entschuldige, Riedel. Oh, spinnst du? Ja, nix gegen dich, aber ich habe seit gestern echt eine leichte Aversion gegen Polizei. Er hält das Bein einer Schaufensterpuppe. Geht's wieder? Im Dienstzimmer. Ja, und dann hat sie ihm eine geschmiert und hat gesagt, er soll nicht durchdrehen. Und dann habe ich geschaut, dass ich wegkomme, weil ihr wart ja mal wieder nicht zur Stelle. Ja, und kurz ist der Arsch auf Grundeis gegangen, wie er gesehen hat, dass die Frau der Yazid ist. Die Eda hat Angst gehabt, dass der Kollege auspackt. Dann hat sie ihn lieber gleich erschossen. Frage. Wegen den 400 Euro, wer gibt mir die jetzt zurück, weil ihr gesagt habt, dass das ja mein Lohn ist? Ja, das ist kompliziert, weil wir haben das ausgelegt und jetzt ist es weg. Eigentlich ist es doppelt weg jetzt. Da müsst ihr jetzt... Moment, was? Ganz kurz, die München haben gerade angerufen, die Tatwaffe konnte zugeordnet werden. Ja, gut. Ja, und? Ja, wir sind ein Team, also... Na, das ist Hupsis Dienstwaffe. Aber Sie haben doch Ihre Dienstwaffe bei sich, oder? Ja, ja, das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Ja, weil am Hupsi seine Waffe... Ist eigentlich die vom Riedel. Wie, der Riedel war auch dabei? Nein. Nur seine Waffe. Im Polizeipräsidium. Die kleine Polizistin tippt an einem langen Tisch auf einem Laptop. Rechts von ihr sitzen Staller, Hubert und Riedel, denen gegenüber Wieser und Eder. Gerwitz geht umher. Sie haben die Waffe also verloren? Nein, ich habe sie nicht verloren. Die ist mir gestohlen worden, und zwar direkt vor dem Haus von Ihrer Anna. Das kann ich bezeugen. Ach, Sie haben das gesehen? Das Ergebnis, sein Holster war ja leer. Warum haben Sie den Verlust denn nicht umgehend gemeldet? Das frage ich mich allerdings auch. Naja, der ganze Papierkram. Ich habe gedacht, Ermittlungen ging er vor. Das Gleiche habe ich auch gedacht. Sie beiden hatten noch von Anfang an was gegen uns. Jetzt ist mein Partner tot. Erschossen mit Ihrer Waffe. Nicht von mir. Fakt ist, es ist Ihre Waffe. Was haben Sie beiden denn am Bahnhof zu suchen gehabt? Ich glaube, dass Sie das am besten wissen, Frau Eder. Stimmt es, dass Sie vor einigen Tagen einen Kriminellen durch einen Schuss vorgewarnt und ihm so zur Flucht verholfen haben? Im Übrigen denselben Kriminellen, den Sie uns letzte Nacht auf den Hals gehetzt haben, um uns und unsere Arbeit zu diskreditieren. Frau Eder. Ist es eigentlich normal, dass ein Beamter 400 Euro Barschaft dabei hat im Dienst? Genau die 400 Euro von unserem Informanten. Also laut Berichte wurden bei der Leiche 38,43 Euro gefunden. Also das Kleingeld hat Sie gar nicht interessiert? Laut dem Herrn Staller haben Sie, Herr Riedel, dem Herr Hubert schon vor Tagen Ihre Waffe gegeben. Stimmt das? Riedel steht auf. Ja, das stimmt. Das war die Idee vom Kollegen Staller. Der hat gemeint, der Herr Hubert wäre zu alt. Der sieht zu Staller. Also für ohne Waffe. Gerwitz legt Riedel die Hand auf die Schulter und drückt ihn auf den Stuhl. Wieser legt den Kopf schief. Staller schluckt. Langsam rollt der Streifenwagen vor ein graues Metalltor in einer hohen Mauer und hält. Zwei Männer in grünen Pullovern mit Abzeichen am Ärmel öffnen die Flügel des Tores. Der Audi 80 fährt in den dahinterliegenden begrünten Hof. Auf der ihn umgebenden Mauer ist Stacheldraht angebracht. Neben dem Hof steht ein Gebäude mit vergitterten Fenstern. Das Auto parkt. Die Polizisten steigen aus. Staller öffnet den Kofferraum, hebt einen kleinen Koffer heraus und reicht ihn Hubert. Was da ist dabei? Was zum Wechseln? Ja, eigentlich nicht vor, über Nacht zu bleiben. Ja, aber wenn, da sitzt du das auf einer Arschbacke ab. Wahnsinn, das Wort Arschbacke im Zusammenhang mit... Er dreht sich kurz zum Gefängnisgebäude. Staller stutzt. Also dann. Sie geben sich die Hand.
Abrupt umarmt Staller Hubert, der runzelt die Stirn. Bitte. Servus. Hubert zieht das Griffgestänge aus dem Koffer und entfernt sich über ein Rasengitter. Staller sieht ihm nach. Eine Hand steckt einen Schlüssel in das Schloss einer Gittertür. Ein Uniformierter lässt Hubert vorgehen in einen Gang. Aus der Luke in einer Tür ragt eine Hand mit Tattoo am Unterarm. Wir sehen uns auf dem Hof. Hubert in blauer Hose und in grünem Kittel hält einen Wäschestapel. Der Uniformierte schließt eine Tür mit Klappe auf. Hubert tritt in eine Zelle mit Stockbett und Wasserkocher. Ein Mann steht mit dem Rücken zu ihm und reibt sich die Hände. Die Tür wird geschlossen. Der Mann dreht sich um. Es ist der Kahlköpfige. Er hat ein Pflaster auf der Stirn. Du bist also der Polizistenname. Einzelzimmer haben Sie keine, oder? Der Kahlköpfige schlurft langsam näher und legt seine Hände auf Huberts Schultern. Wenn du es nicht gemacht hättest, hätte ich das tun müssen. Behutsam küsst er Hubert auf die Lippen. Der zieht eine Augenbraue hoch. Was? Ich sitze doch hier wegen diesem Chor zu seiner kleinen Kollegenschlampe. Ach so. Sind Sie auch unschuldig? Natürlich nicht. Aber die beiden haben mich nur mal geschnappt. Hubert drückt den Wäschestapel in ein Nischenregal. Im Fach darüber liegen Gesellschaftsspiele. Oh. Er nimmt eins. Cool. Metropoli. Muss ich aber vorwarnen. Ich bin schlechter Verlierer. Im Büro Girwitz mit Zeitung. Über einem Foto von Hubert steht Kollege in U-Haft. Herr Girwitz, für ein Hupsi, da ist doch das der Supergau, so wie der gestrickt ist. Der geht doch da drin nicht einmal aufs Klo. Die werden uns in der Luft zerreißen. Das ist bloß Untersuchungshaft, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind. Ich hol ihn da raus, das schwöre ich Ihnen. Niklas bringt Girwitz Kaffee und ein Croissant. Das war einfach bloß eine Verkettung von unglücklichen Umständen. Dann beweisen Sie doch mal, dass Ihre idiotische Geschichte stimmt. Niklas geht. Herr Girwitz, der Hupsi ist kein Mörder. Das wissen Sie so gut wie ich. Seit ich den kenne, hat der noch nie seine Waffe gezogen. Moment. Entschuldigung, bin gleich wieder da. Er rennt hinaus. Girwitz beißt in das Croissant und zieht ihm nach. Der Kahlköpfige und Hubert treten in den Gefängnishof. Ein Gefangener macht Klimmzüge, ein anderer spielt Basketball. Was macht sie eigentlich so, Mann? Tagsüber. Ist das Bastonieren, Chris, schon ein Gefängniskoller, ja? Naja, also, Gefängniskoller würde jetzt... Huberts Blick fällt auf vier Häftlinge. Alle tragen blaue Hosen. Einer von ihnen ist Preis. Der entdeckt Hubert und sagt etwas zu dem mit Unterarm-Tattoo. Der nickt. Der Kahlköpfige geht. Nebeneinander kommen die vier Männer langsam auf Hubert zu. Stopp! Er hält ein Kärtchen vor sich. Die vier bleiben stehen. Preis sieht darauf. Staller im Streifenwagen. Ja? Hansi, was ist da los? Ja, wie? Was ist da los? Der Hupsi! Ja? Katastrophe! Der hat doch nicht. Ja, natürlich hat der nicht. Ich muss jetzt Auto fahren. Im Gefängnishof sitzt Hubert auf der Lehne einer Bank bei den vier Männern. Preis hält das Kärtchen. Darauf steht Ereigniskarte. Sie kommen aus dem Gefängnis frei. Das ist dein Ernst? Wenn ich beweisen kann, dass die beiden korrupt sind, müssen alle Verurteilungen nochmal überprüft werden. Momentan sitze ich wegen Betrug und Diebstahl. Und wenn ich jetzt zugebe, dass die bei meiner Verhaftung deine Pistole bei mir gefunden haben, dann kommt noch illegaler Waffenbesitz dazu. Na, also das wird ja dann gelöscht. Das gehört zum Informantenprogramm. Ja, statt Haft hast dann strafmildernde Umstände und andere Vergünstigungen. Das ist so eine Art Rabattsystem. Okay, wegen der Kundenbindung. Genau. Hey, ich mag auf alle Fälle ein, das Programm. Ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Scheiße, Jungs, ich bin auch dabei, okay? Im Schießraum hantiert der Lockige an der Warnlampe. Halt, 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 nichts anlangen! Gehen Sie bitte zurück hinter die Absperrung! Er dreht sich zu Staller um. Oh, Sie schon wieder. Ihr Kollege war auch hier? Nein, eben nicht. Das ist ja das Problem. Die Lampe ist beschlagnahmt. Sonst gibt's da vielleicht eine Videoüberwachung oder eine Aufzeichnung von dem... Na klar gibt's die. Aber dass Ihr Kollege der mieseste Schütze ist, den ich je gesehen habe, bestätige ich Ihnen auch gerne höchstpersönlich. Nein, danke. Es ist
schon die Rettung. Der Lockige hat ein Projektil aus der Lampenfassung gezogen und hält es zwischen Daumen und Zeigefinger. Lächelnd breitet Staller die Arme aus. Der Lockige mustert ihn. Staller weicht zurück. Staller lehnt am Streifenwagen vor der grauen Metalltür und beobachtet eine Tür daneben. Ui, schaust du schlecht aus. Entschuldige, vielleicht war ich Empfängnis. Ja. Jetzt bist du aber wieder draußen. Der Ballistiker hat mir nämlich bestätigt, dass du schon lang vor dem Mord gar nicht mehr mit deiner Waffe unterwegs warst. Ja, und? Ja, in der Lampe von der Schießanlage im Kasten vorm Fichtel. Das waren alles Kugeln aus der Pistole vom Riedl. Super, Hansi. Bin stolz auf dich, aber das hättest du sparen können. Ich verstehe nicht. Steig ein. Im Polizeipräsidium steht Eder neben der kleinen Polizistin am Computer. Hubert und Staller kommen. Auf dem Monitor Datensätze und Fotos von Straftätern. Ah, das passt super. Ein paar Bekannte von mir sind fälschlicherweise in dem Computer drin. Könnte man die vielleicht rauslöschen? Also gewöhnlich erfolgen solche Anfragen durch einen Anwalt. Worum geht es denn? Das sind ganz viele. Frau Leder, Sie wollten sich doch gerade einen Kaffee holen? Ja, natürlich, Entschuldigung. Hubert öffnet seinen Koffer. Was machen Sie hier? Ja, unser Taschendieb, der hat ein bisschen geplaudert und der hat mir erzählt, dass Sie ihm meine Waffe abgenommen haben bei der Verhaftung. Er nimmt einen Stapel Zettel heraus. Drogen und Waffen, ja, haben Sie doch alles eingesagt, Sie und der Kollege, und dann weiterverscherbelt. Den Opfern war das natürlich vollkommen wurscht, weil bei denen hat man nichts gefunden. Keine Waffen, keine Drogen, kein belastendes Material. Ob das Gericht einem Kriminellen mehr glauben wird als mir? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Deswegen habe ich ein bisschen gesammelt. Schauen Sie her, das sind alles Leute, die gegen Sie ausgesagt haben. Erstaunlich, wie viel sich im Gefängnis an Sie erinnern können. Wahnsinn, gell? Wie er das hingekriegt hat. Ja, gute Karten gehabt. Ich möchte Pisa sprechen. Der ist schön informiert. Der steht im offenen Türrahmen und sieht ernst zu Eder. Gut, dann warten wir's. Visa geht. Hubert führt Eder aus dem Zimmer. Staller bleibt neben Huberts Koffer stehen. Hupsi, den Koffer. Ja, packen Sie an. Staller wirft Kleidung in den Koffer, der auf dem Schreibtisch liegt. Sein Blick fällt auf den Monitor. Staller sieht sich kurz um, dann setzt er sich an den Computer und tippt. Yazids Datensatz samt Foto erscheint. Er tippt erneut. Ein kleines Fenster meldet falsches Passwort. Staller zieht die CD aus der Jackentasche und legt sie in das Laufwerk des Computers ein. Ein neues Fenster öffnet sich. Darin steht über einem sich vergrößernden roten Balken Löschen offener Dateien. Yazids Datensatz verschwindet vom Monitor, dann die der anderen Straftäter. Hektisch drückt Staller auf das Laufwerk. Auf dem Desktop verschwinden nacheinander alle Icons. Der Bildschirm wird schwarz. Zeilen aus grünen Buchstaben und Zahlen wandern von oben nach unten. Staller reißt die CD aus dem Laufwerk. Staller greift den Koffer und eilt hinaus. Servus. Im Dienstzimmer. Gerwitz späht in den Verhörraum. Der Polizeipräsident hatte recht, das ist ein Skandal. Ja, das schwarze Schaf hätten wir. Die Frage ist nur, ob es auch den Schäfer umgebracht hat. Riedl, lass das mal von der Andi untersuchen und sagen, check mal die Handys und den Laptop, ob da irgendwelche Geschäftsbelege drauf sind. Niklas kommt. Kann ich irgendwo helfen? Ja, Sie können die Zentrale besetzen. Ne? Da repräsentieren Sie das Revier, nicht? Und Sie beide sichten das Material. Er nimmt sein Smartphone. Guten Morgen, Herr Polizeipräsident. Wie, das darf ich noch nicht sagen. Ich bitte Sie. Ja, wir verhören die Dame gerade, ja? Ja, natürlich. Ich mache mich sofort auf den Weg, ja. Ja, bis gleich. Der Herr Polizeipräsident will mich sprechen. Wahrscheinlich will er zur Verhaftung gratulieren. Wenn ich zurückkomme, will ich, dass das Geständnis eingetütet ist. Und zwar für beide Morde. Mit oder ohne Folter? Ist mir wurscht. Im Verhörraum sitzt Eder vor Staller. Täglich sein Leben für dieses Gehalt riskieren. Während der Abschaum sich vor unseren Augen eine goldene Nase verdient. Finden Sie das gerecht? Als erfolgreicher Krimineller fährst du einen schicken Sportwagen, als erfolgreicher Bulle kriegst du eine Anstecknadel. Staller beäugt den Orden. Wir haben es nur von denen genommen, die es verdient haben. Ja, das kennen wir schon vom Robin Hood. Pfeil am Bogen haben sie aber nicht zufällig dabei. Er hält ein Tütchen. Mein Kollege hatte die Idee. Ich habe mich nur mitreißen lassen. Mitreißen ist gut. Erschossen haben sie ihn da. Ist von Ihnen genau dasselbe Zeug wie das vom Kröpf.
Ja, den haben sie auch umgebracht. Nee. Das war ich nicht. Im Polizeipräsidium steht Girrwitz vor Wieser. Daneben schraubt ein Dicker an einem geöffneten PC-Gehäuse. Ich bin wirklich sehr erleichtert, dass der Verdacht gegen Hubert unbegründet war. Ja, das verstehe ich. Ja, und ich werde mich wohl damit abfinden müssen, dass ich innerhalb von 2 Tagen meine beiden erfolgreichsten Ermittler verloren habe. Und dazu noch die Sache mit dem Polizeipräsidenten. Ein Blitz zuckt aus dem PC-Gehäuse. Na? Der Dicke taumelt. Ja, zu einem Überfluss sind wir auch noch Opfer einer Cyberattacke geworden. Trotzdem, ich meine, wegen der personellen Verluste. Ja, das kriegen wir schon in den Griff. Ich habe sie wegen was anderem kommen lassen. Und zwar ist mir die Sache ehrlich gesagt ein bisschen peinlich. Das muss es aber nicht, wirklich. Gut, gut, sehr gut. Es ist nämlich so, ich habe vor dem Datengau einen Fehler bei der statistischen Auswertung festgestellt. Sie wissen ja, wenn man nicht alles selber macht. Ja, wem sagen Sie das? Sie stehen auf jeden Fall nicht an Platz 1 der erfolgreichsten Reviere. Wieser lächelt eisig. Wie bitte? Ja, ich weiß auch nicht, wer da nicht rechnen konnte. Girrwitz weicht Wiesers Blick aus. Und die neuesten Ermittlungen, die ändern daran auch nichts. Er klappt einen Aktendeckel zu. Sie verstehen hoffentlich, dass Sie unter diesen Umständen die Urkunde nicht behalten können. Sie können sie aber gerne mit der Post schicken. Ja, ich wäre Ihnen sogar ganz dankbar, wenn Sie deswegen nicht nochmal extra vorbeikommen. Ja, dasselbe gilt übrigens auch für Ihre überaus engagierte Mannschaft. Lächelnd stellt Wieser sich neben die offene Tür. Girrwitz geht. In der Table Dance Bar. Hubert und Staller bei Wilde, der ein Tütchen hält. Ich habe keine Ahnung, ob die zwei den Kröpfer umgelegt haben. Aber ich bin nicht sehr traurig, dass sie nicht mehr aktiv sind. Die haben meinem guten Ruf sehr geschadet. Erzähl's doch keinen Schmarrn, sie sind doch selber im Drogengeschäft. Mein Geschäft ist die Liebe. Und an Drogen, da ist nichts Liebenswertes. Da hat der Herr Kröpf was anderes gesagt. Der wusste nur das, was die ihm erzählt haben. Verstehen Sie es immer noch nicht? Ich habe als Sündenbock vor deren Drogengeschäfte herhalten müssen. Dafür haben die beim Sperrbezirk im Auge zugedrängt. Der Alibi haben sie sicher auch. Immer. Hubert am Smartphone. Ja, Sonja? Wo seid ihr? Wir sind in der FKK-Disco. Was ist denn los? Ich habe auf dem Tablet von der Eda eine geschützte Kundendatei gefunden, in der sie alle Ein- und Ausgänge aufgelistet hat. Fein säuberlich. Alle Waffen, alle Drogen, alle Gelder. Super. Ist da meine Waffe zufällig auch dabei? Ist mir bisher nicht aufgefallen. Aber du wirst nicht glauben, wer hier auf der Kundenliste steht. In der Villa. Hubert und Staller in einem Zimmer mit Bett und Regalen mit Glastüren. Kröpf steht rauchend daneben. Suchen Sie denn was Bestimmtes? Vielleicht kann ich Ihnen ja helfen. Niklas hat immer so eine schöne Ordnung. Ich weiß ganz gut, wo die Sachen sind. Was suchen Sie denn? Keine Ahnung, aber wir würden ganz gerne allein suchen. Selbstverständlich. Ach, was mich noch interessieren würde, wie macht sich der Junge eigentlich auf dem Revier? Er ist ja so ein Fleißiger, also zu Hause geht er mir immer so gut zur Hand. Und das hat er schon als kleiner Bub getan. Frau Kröpf, gehen Sie vielleicht nach nebenan? Kröpf geht und kommt zurück. Möchten die Herren vielleicht einen Kaffee? Sie verlässt das Zimmer. Staller verdreht die Augen und tastet unter einer Decke auf dem Bett. Stell dir mal vor, du bist mit der verheiratet. Wieso? Figürlich ist die doch top. Ja, aber sowas nutzt sich schnell ab. Staller hat den Matratzenbezug geöffnet und holt Tütchen hervor. Schau, eindeutig die Quelle aus München. Oh, da wird sich der Papa aber gefreut haben, wer das bei seinem Buben gefunden hat. In der Küche. Kröpf hält das Telefon und sieht hinaus. Dort fährt der Streifenwagen los. Langsam dreht sie sich um. Vor ihr steht Hubert. Möchten Sie den Sohn anrufen? Sie haben gewusst, dass er Drogen nimmt, oder? Kröpf lehnt an der Spüle und nickt mit gesenktem Kopf. Doch nur um den Druck standzuhalten. Sie haben keine Ahnung, wie sein Vater sein konnte. Ihr Bahnvater kommt. Der Streifenwagen kommt zurück. Als ich vom Einkaufen nach Hause kam und mein Mann toter lag, da habe ich gleich gewusst, dass das Niklas war. Sie haben uns angelogen. Er war noch im Haus, als Sie weg sind, oder? Mein Mann, den habe ich schon vor Jahren verloren. Aber meinen Sohn, den nimmt er mir nicht. Staller eilt herein. Und? Können wir los? Kröpf starrt die Polizisten an und geht auf die beiden zu. Das Telefon liegt neben der Spüle. Im Vorraum des Reviers nimmt Niklas langsam sein Handy vom Ohr. Sein Blick geht ins Leere. Sonja kommt. Ist der Girrwitz schon zurück? Nein. Geht's dir nicht gut? Nein, ich fühle mich nicht so gut. Dann leg dich doch drüben erstmal kurz hin. Nein, ich muss hier raus. Ich meine, ich glaube nicht, dass das irgendwie hilft. Sonja streckt die Hand zum Telefon aus. Niklas schubst sie weg und stürmt zur Tür des Polizeireviers. Girrwitz kommt herein. Niklas macht kehrt. Niklas! Was ist denn hier los?
Niklas! Der schließt eine Tür in der Herrentoilette. Geht da vielleicht mal jemand ans Telefon? Hm? Sonja rennt Niklas nach. Weg von der Tür oder schieße! Riedel kommt zu Sonja. Ich wollte das alles gar nicht. Ich wollte auch nie Polizist werden. Aber meine Meinung hat ihn nie interessiert. Er hält eine Waffe. Niklas, Junge, wir haben doch alle mal ein Problem. Ich verstehe das. Die einzigen, die mich verstanden haben, waren Kurz und Eder. Wie bitte? Die beiden haben mir meine Karriere versaut. Niklas. Der sieht nach oben. Niklas, hörst du mich? Ein Spalt klafft zwischen den Deckenplatten. Im Streifenwagen. Komisch, da geht keiner ans Telefon. Komm, sag doch mal was. Sonja hält ihr Ohr nahe an die Tür und drückt sie auf. Eine Leiter lehnt im Nebenraum. Draußen. Niklas klettert aus einem Fenster auf ein Dach und über eine Feuerleiter auf ein höher gelegenes Flachdach. Von der Dachkante aus fällt sein Blick nach unten auf den herannahenden Streifenwagen. Um Gottes Willen! Nein! Na, bitte nicht schon wieder. Hören Sie, ich habe zwar nur eine Tochter. Und die wird garantiert nicht den Weg einschlagen, den ich mir für sie wünschen würde. Aber ich liebe sie und ich bin ganz sicher, ihr Vater hat sie auch geliebt. Als mein Vater ein Tütchen Crystal im Haus gefunden hat, da wollte er seine Kollegen vom Drogendezernat anrufen und mich anzeigen. Seinen eigenen Sohn! Staller gibt Hubert das Mikrofon. Zurück oder Déjà-vu. Niklas, bitte komm da runter! Tun Sie doch was! Niklas, wenn du da runterfällst, dann... Hey, konstruktiv bitte, Hubert. Konstruktiv. Also, Niklas, also wir vom Revier glauben, dass dein Vater dich geliebt hat. Aber das hatten wir doch schon. Fällt dir nichts Neues ein? Hm? Ja, vielleicht kann die Mutter auch mal was sagen. Da oben steht ihr Erziehungsproblem. Ja, gehen Sie her. Sie haben genug Schaden angerichtet die letzten Tage. Ja, ich habe keinen Mörder als Praktikanten eingestellt. Das ist ja wohl die absolute Frechheit. Wo ist eigentlich Staller? Hubert deutet zum Dach. Staller pirscht sich von hinten an Niklas an. Der dreht sich um. Seine Arme hüfthoch erhoben, geht er auf Staller zu. Ganz ruhig. Staller packt Niklas. Der schleudert den Älteren herum. Staller taumelt und stürzt. Er hängt außen am Gebäude. Seine Finger umkrampfen die Dachkante. Niklas, könntest du vielleicht dem Kollegen hochhelfen? Niklas! Niklas, schau, du bist irgendwie kein richtiger Mörder. Niklas läuft auf dem Dach von Staller weg und nimmt ein schwarzes Seil, das an der Dachkante weiter hinten befestigt ist. Der Junge ist doch gar nicht mehr da, sehen Sie das nicht? Den wollen wir zurückhalten, der will abhauen. Staller, durchhalten! Durchhalten! Riedel und Sonja rennen los. Gerwitz, Kröpf und Hubert sehen nach oben. Angeseilt kommt Niklas zur Dachkante. Er greift unter Stallers Arme und zerrt ihn hoch. Staller rollt über die Kante, dann setzt er sich darauf. 5 Minuten Vorsprung. Langt es als kleines Dankeschön. Ach, Staller! Neben Staller sitzt Niklas. Er nimmt Handschellen und kettet sich an Staller. Der atmet tief aus. Das war Hubert und Staller unter Wölfen, ein Film aus dem Jahr 2016. Drehbuch Philipp Kettner und Oliver Mielke, Regie Jan-Markus Linhoff. Eine Hörfilmproduktion des Bayerischen Rundfunks. Text Jan Potthast, Redaktion Heide Völz, Tonmischung David Rädler, Sprecher Friedrich Schloffer. In weiteren Rollen Michael Brandner als Gerwitz, Annette Fleischer als Sonja, Karin Thaler als Anja, Paul Sedlmeier als Riedel, Hannes Ringelstetter als Yazid.